Tatsache, ich stehe höher. Erzähl deine Märchen dem Barbier. Ich habe in Deutschland über 35 Leute, die für mich arbeiten. Was? Ich habe in Deutschland über 35 Leute, die für mich arbeiten. Ja, Leute, ja, ganz toll. Leute, guck mal. Hallo, stopp, Chris, stopp. So brauchen wir das jetzt nicht machen. Wir müssen jetzt hier keinen Gurkenvergleich machen. Ich kann auch sagen, ich habe ein Haus, was jetzt einen Wert von 800.000 hat. Guck mal. Ich habe ein Haus, was ich wirklich habe. Guck mal, Ghost, Moment. Stummen, bitte. So, ich mache das ja auch nicht. Und ich kann euch jetzt auch erzählen, dass auch die Wahrheit ist. Ich fahre einen neuen Volvo, der 70.000 Euro kostet. Ich habe einen BMW. Ich habe einen Audi. Ich habe drei Autos. Ich habe ein Haus, was fast 800.000 Euro kostet. Also, ich arbeite auch als Kinderintensivpfleger, als Leitung auf der Station. Also ihr müsst mir auch nicht erzählen. Ich kann auch das jetzt erzählen, aber das machen wir nicht. Wir machen jetzt hier keinen Gurkenvergleich, wer mehr hat, wer weniger. Weil das ist völlig irrelevant, wer jetzt mehr und wer weniger hat. Guck mal, meiner Meinung nach müsst ihr euch mehr Gedanken machen, wer eure Feinde wirklich sind. Dennis, danke. Eure Feinde sind wirklich die Amerikaner, die eure Industrie jetzt aktuell mit allen Mitteln nach Amerika bringen wollen, eure Wirtschaft kaputt machen wollen, nicht nur die deutsche Wirtschaft, auch die europäische Wirtschaft, aber wir reden erstmal von Deutschland. Ihr müsst eure Feinde erkennen. Die Muslime schaden euch nicht, ganz im Gegenteil. Die Muslime zahlen ihre Steuern ein. Ja, Mario, ja, das ist so. Leben friedlich. Ihr müsst ja die größere Gefahr erkennen, ja? Und das sind eindeutige Amerikaner. Vegeta, danke. Und was die AfD sagt, ist in manchen Hinsichten gar nicht mal so verkehrt. Vegeta, aber ganz stark. Die tut halt die Menschen halt genau bin das, gefolgt, Vegeta. Hören lassen wollen, was sie auch hören wollen. Und deswegen wählen ja so viele Leute, halt danke, schlaue danke. Leute, halt die AfD. Aber Fakt danke. Ist, wir sind ein Besatzungsland bis heute. Und die AfD wird daran nichts ändern. Niemand wird was ändern können, wir können nur was ändern und die Diskussion mit Weihnachten hin und her, da, guck mal, Alter, haben die keine anderen Probleme auf der Welt, dass wir uns hier durchdrehen, gratuliert der und den hier zu Weihnachten, das ist Kindergarten. Nee, wir müssen uns ja nicht gratulieren, aber die Angst ist ja berechtigt, dass irgendwann Weihnachten verboten wird und das wäre dann ein Schritt, der zu Weihnachten geht. Nein, Weihnachten wird nie verboten, mein Freund. Das wird niemals passieren. Nein, ist nicht so, dass die Weihnachtsmärkte jetzt schon umbenannt müssen werden im Wintermarkt und ein Wintermarkt zum Beispiel, ja. Wie viel wichtiger ist auch, dass du Bohnen ausholst für deine Kinder und für deine Frau. Wenn die Wirtschaft kaputt geht, echt, da kommst du nicht zu Wort. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass man hier ständig gegen die AfD geht. Hört mal auf damit. Es muss doch jeder selber wissen, was er wählt. Und das ist Meinungsfreiheit. Und ich bin AfD-Mitglied. Und zum Mo möchte ich sagen, du bist ein absoluter Hetzer. Du bezeichnest mich als Ausländerin, die einen muslimischen Opa hat, als Ausländerfeind, als Radikale. Schau dich mal um, was du bist, mein lieber Mo. Du kommst in meine Lives nicht mehr rein, das weiß ich. Und du bist auch angepisst, weil ich dich gestern rausgeschmissen habe. Wegen dir, du bist ein Hetzer, du bist ein Radikaler. Dankeschön. Und das wollte ich noch sagen. Ne? Ja, das muss ich auch mal auf Mausi zustimmen. Also ich finde den Mo auch ganz unterirdisch. Also vor allen Dingen hat er... Ja, der Typ ist peinlich, das wissen wir alle. Aber lass uns jetzt hier nicht überreden. Lass es einfach, lass das Thema bitte jetzt. Ich wollte es persönlich sagen, weil er mich persönlich angegriffen hat. Punkt. Macht er auch immer. Das ist doch normal bei ihm. Ist doch sein Lifestyle. Aber im Endeffekt, ich muss dir dazu sagen, du hast eine sehr sanfte Stimme. Du lass uns doch mal besinnen. Lass uns doch mal besinnen jetzt heute am 24. Dezember. Ja, ich denke mal, bei allen unseren deutschen Zuschauern wird es wahrscheinlich bald zu weit sein. Aber ganz kurz, Chris, warte ganz kurz, Ghost. Es ist auch, Ghost, es gehört auch dem Anstand, dass dir jemand gerade 1000 Punkte geschickt hat. Du hast nicht mal Danke gesagt. Ach so, ich habe das nicht gesehen. Ich bin neu in TikTok und ich kenne mich da nicht so gut aus. Vielen Dank. Aber dafür redest du ganz schön gut, ne? Wie bitte? Dafür hast du ganz schön wortgewandte Wörter, für das, dass du das erste oder zweite Mal hier nee, ich bin wirklich ganz neu in TikTok, wenn man mein Profil sich anguckt. Ich bin nicht so lange hier drin und ich kenne mich wirklich nicht so gut aus. Ich habe mich mehr auf die Unterhaltung gerade konzentriert, anstatt auf den Bildschirm zu gucken, Mensch, ehrlich. Ja, das sind für dich jetzt knappe 6 Euro, die du bekommen hast. Viel herzlichen Dank. Wer hat dir denn gegeben? Kann man die sehen? Ja. Vegeta, vielen herzlichen Dank, mein Lieber. Guck mal, Chris, ich möchte kurz mal was zu dir sagen, ja? Also, grundsätzlich akzeptiere ich jeden Menschen alles, ja?
Und ich bin auch nicht, also ja, aber das geht gar nicht identisch mit dem, jetzt muss ich dich unterbrechen, mit dem, ja, was du gerade vorhin gesagt hast. Das, ja, widerspricht sich, weil du hast gesagt, du wünschst keinem Christen schöne Weihnachten. Nein, nein, aber ich habe nicht das gesagt. Ich habe gesagt, ich gratuliere Menschen nicht. Ich gratuliere, ja, muss man doch auch nicht. Das hat ja nicht damit zu tun, dass ich denen das nicht wünsche, wenn sie sich freuen. Ich habe vorhin auch etwas gesagt, es kommt auf die Intention an. Wenn die Intention ist, dass ihr durch die Geschenke eure Familienmitglieder glücklich macht, finde ich gut die Intention. Aber wenn die Intention dahinter steckt, dass ihr Jesus als Sohn Gottes akzeptiert und deswegen Weihnachten feiert, dann bin ich dagegen. Also ich Entschuldigung, aber da bist du in Deutschland falsch. Gut, weil dann seid ihr. Warum? Seit ja, gut, da muss ich aber jetzt mal kurz eingrätschen. Also wieso bist du dagegen? Das ist doch scheißegal. Warum bin ich in Deutschland falsch? Guck mal, die Grenzen haben wir doch Menschen gesetzt, oder? Die was? Grenzen wurden von uns Menschen gesetzt. Das ist so, normalerweise durch das auf der Welt keine Grenzen geben. Religionsfreiheit, wie auch eben genau. Ihr müsst mal über den Tellerrand gucken, genau, Leute. Ey, daraus entsteht genau Radikalismus, was du da gerade erzählst. Darf ich mal kurz dazwischen grätschen? Erstmal Hallöchen, erstmal frohe Weihnachten, alle, die das feiern. Ghost, ich bin selber Türkin. Soweit ich weiß, ist Sammy auch Moslem, weil ihr beide jetzt ja gerade für Islam kommentiert. Eine Frage, so. Ihr sagt, ihr wollt keinen frohe Weihnachten wünschen. Alles gut, ist eure Meinung, kann sein, ja. Aber warum feierst du Opferfest? Warum feierst du Zuckerfest? Weil ich davon überzeugt bin. Warte, lass mich doch mal kurz ausreden, bitte. Ja, unser Fest. Ja, warte doch mal. Gratulation von jemandem. Ja, lass mich doch mal bitte kurz ausreden. So, wir feiern Opferfest, wir feiern Zuckerfest, wir fasten und alles schön und gut. Wir sind angepisst, wenn keiner uns entgegenläuft und sagt, ja, Bayram Mubarak. Oder nein, ich bin nicht angepisst. Ja, so. Weißt du warum? Weil ich habe keine Erwartung, was meine Religion betrifft. Lass sie ausreden, es ist Respekt. So, guck mal. Wir sagen, werden die Feiertage nicht gratuliert, ja? Wir sind dann traurig, angepisst, was immerhin auch. Aber dann leben wir in einem christlichen Land, ja, und respektieren nicht deren Feiertage. Das ist meine erste Frage, warum wir dann, also als Moslems, angepisst sind. Weil du nicht etwas respektieren kannst, was komplett gegen dein Glauben ist. Was lass ist als sie aussprechen, das ist respektlos. Ihr habt aber kein Moslem. Guck mal, Sammy, ihr redet die ganze Zeit. Lass mich doch mal kurz ausreden, bitte. Ja, stimmt. Lass mich doch mal kurz ausreden. Red zu Ende. So, das war meine erste Frage. Erstens, danke, wollen wir, dass das gemacht wird, aber respektieren das andere Land nicht, also die anderen Sitten nicht? Erstens. Die zweite Sache ist, was steht denn im Koran? Dass es so und so viele Religionen gibt, ihr wisst es ja besser anscheinend, es gibt so und so viele Religionen und man sollte diese Religionen auch respektieren. Und zu Respekt gehört das auch, wenn diesem Religion ein Feiertag angehört, es zu gratulieren. Nee, Schwachsinn, sage ich dir, wie es ist, deine Meinung. Kann ich erstens komplett entkräften, wenn du mir mich ausreden lässt. Sehr schön und konstruktiv gesagt, wunderbar. Überhaupt nicht. Tut mir leid. Mein Lieber, ich meine, es ist Ihre Meinung. Das Argument, ich bin Türkin, auch tut mir leid, leider nicht. Insane, ich nehme dich mal kurz runter, ich hole dich später wieder. Gleich und du kannst nicht dein Argument stärken, indem du sagst, ich bin Türkin, so und so, was steht im Koran? Im Koran steht sehr viele Sachen, die uns auch einfach verbieten, andere Feiertage. Wir dürfen nicht mal unseren eigenen Geburtstag feiern, weil ihr nehmt es auch hier. Und nicht der Mosul wieder. Fehler, ihr macht Fehler, ihr müsst nur auf AfD eingehen. Auf AfD. Sollen dann anderen Leuten auf der hat einen aber das ist doch jetzt nicht mehr das Thema, da musst du das doch auch respektieren. Du kannst ja gerne einen eigenen Stream aufmachen mit AfD, aber wenn das jetzt nicht mehr das Thema ist, dann musst du das doch respektieren können. Du bist hier nicht der Host, Alter. Jetzt haben wir wieder Mo am Start. Oh nee. Dieser alte Schreihals. Die sind aber Brüder, die Christen, Juden, Muslime sind Brüder. Wir wollen nicht diese Spaltung. Hallo. Wir reden gerade von AfD. AfD macht die Spaltung. Ja, hallo, habt ihr schon Weihnachten gefeiert? Hat jetzt vorhin jemand gesagt, Deutschland hatte nichts mit Holocaust zu tun gehabt, sondern Hitler war. Aber ich habe doch gehört, dass du konvertiert bist jetzt, Mo, oder? Hat jemand das gesagt jetzt vorhin hier? Na, du hast doch gesagt. Wer hat das jetzt gesagt? Du warst das, Mo. Hast du das gesagt jetzt, nee, vorhin? Nee, du warst das, Mo. Hitler, danke, Leute. Österreicher war und Deutschland nichts mit Holocaust Hitler war ja auch Österreicher. Also, Dennis, ja, aber willst du mir erzählen, dass Deutschland nichts mit Holocaust zu tun hatte? Ja, was hat denn der Holocaust jetzt damit zu tun? Oh mein Gott, Alter, du bist so billig. Du bist Dennis, ein danke. Kleiner Vorzeigekanal. Ingo, danke. Leute, lasst mal Liebe da. Danke. LKA Berlin, bitte kümmert euch um die Rechtsextremisten. Mo, du bist so ein richtiger Vorzeigekanal.
Kacke. Normalerweise sage ich das nicht, aber dich bezeichne ich so. Ja, weil getroffene Hunde. Ah, da fängt an, da fängt der Hass an. Ich habe dich jetzt auf deine Stelle gelockt, Chris. LKA Berlin, guck dir zu. LKA Berlin. Hörst du mich, Chris? Hörst du mich? Sei einfach still, lass sie labern. Der Mo hat doch nur eine Frage gestellt. Ey, Mausi kennt mich. Normalerweise bin ich nicht so. Aber ganz ehrlich, bei Mo, der kommt normalerweise. Darf ich was sagen? Hallo zusammen. LKA in Berlin kümmert sich um euch. Warte ab. Abbas, Abbas, ja. nicht beim Taxifahren, Handy. Ich bin gerade. Assalamualaikum, Abbas. Ich will das zu meinem Kollegen. Ich mache meine Kamera an, damit Leute mir siehst. Wo bin ich, ja? Ah, warte, ich mache meine Kamera an, damit Leute auch mir siehst. Zeller speichern. Etzle. Die Kollege vorher hat gesagt, die Muslimen darf keine Weihnachtsfeier und darf nicht das machen, darf nicht mehr. Kollege, ein bisschen falscher Fan. Dann geh in Deutschland raus. Versuch's in Deutschland. Aber wie lange lebst du in Deutschland? Abbas, bist du Muslim? Aber ich bin wie lange Muslim, ja. Okay. Wie lange lebst du in Deutschland, Abbas? Wenn du Muslim bist, musst du deine Religion. Und du kannst immer noch kein Deutsch. Du kannst immer noch kein Deutsch. Vorzeige Integration. Du bist erstmal Integration gescheitert. Dich muss man abschieben. Ich bin 10 Jahre hier und ich spreche besser als Deutsch. Dich muss man abschieben. Ich zahle dein Gehalt. Ich werde sagen, du musst abgeschoben werden. Weil Mo das sagt, wird das auch so gemacht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kenne deine Religion nicht aus. Mo ist nämlich hier der Sprecher für alle. Bedeutet Gotteslästerung. Du akzeptierst damit, dass Jesus so Gott ist. Leute, mach die Herzen voll. Und Teamherzen wegmachen, Leute. Die macht nur Islam kaputt. Nee. Bald geht's los mit dir an die Streams, Leute. Mach Teamherzen voll. Aber da oben, der ist richtig in Ordnung. Wo steht in Islam, dass du vor einem Kaffeeland ein unglaublich Hallo, du lebst seit 24 Jahren in Deutschland. Wo kannst du das? Wo steht denn Islam, Abbas, mein Freund, grüß dich. Ja. Abbas, guck mal, du bist erst seit einer Woche in Mo, ja, dein Glaubensbruder nimmt dich hops. Ich lebe schon seit 30 Jahren in Deutschland, mein Freund. Ja? Wo steht in Islam, ich respektiere den Rechtsstaat, aber ich habe meine Meinung bezüglich meiner Religion. Mo, dein Glaubensbruder nimmt dich hops. Okay. Abbas nimmt dich hops. Und wenn ich meine Religion wissen habe, dein Geld verursacht. Ich bin nicht zu reden. Unglaublich, Gesetz akzeptierst du und lebst du hier und zahlst deine Steuer und das ist für dich als Muslim ist verboten. Darfst du nicht machen, mein Freund. Und das ist Ich verleugne es nicht. Moment, also ich muss kurz 5 Minuten einmal raus zu meinen Pferden. Also bitte, schafft ihr das 5 Minuten, wenn du rausgehst? Warte mal kurz, bitte. Schafft ihr das 5 Minuten, ohne euch zu zerfetzen? Löwenherz, ich habe eine Frage. Wenn du 25 Jahre lang in Deutschland lebst. Doch gar nichts, Löwenherz. Hör mal zu. Du lebst seit 25 Jahren in Deutschland. Schau mal, er lässt ja auch noch nicht. Wenn du 25 Jahre. Ich rede doch mit Löwenherz. Kannst du zuhören? Ja, ich lebe schon immer in Deutschland. Was für 25 Jahre? Respekt, du bist ein unterirdischer Mensch. Absolut unterirdisch, Mo. Löwenherz, ich habe eine Frage an dich. Lass los. Ja, aber du hast ja keinen Kommentar. Sind wir der Meinung, wenn einer sich nicht integriert, Deutschland verlässt oder nicht? Ja, ich habe keinen. Wenn was? Bist du der Meinung, wenn jemand sich nicht integriert? Ja, aber warum, Mo, ganz kurz, warum glaubst du denn, dass Abbas nicht integriert ist? Warum? Ja, sag ich dir ganz einfach. Ich lebe seit 13 Jahren in Deutschland, okay? Hörst du mir absolut. Junge, ich habe 37 Mitarbeiter. Was labst du überhaupt eigentlich? Ich verstehe dich nicht. Ich glaube, der Abbas ist arbeitet. Man sieht doch sogar, dass der Abbas gerade arbeitet, ja.
Ja, so mit hier für Leute wie die, die AfD wählen, damit die hier für Geld empfangen. Ihr müsst das 20 Jahre lang mit überleben. Die AfD, die kannst du dir nicht. So, bis gleich. Gib mir mal die Kohlenhydratation. Abbas, ja, aber Mausi, dann schmeißt du alle raus. Du sollst nicht alle rausschmeißen. Nein, ich muss nur zumschalten. Abbas, man sieht schon wieder zurück nach Afghanistan. Also ganz ehrlich, Leute, Abbas ist integrierter als nicht, der in Deutschland geboren ist. Er gibt es dann alle weiter auf die Kohlenhydratation. Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest. Ich gehe hier runter, weil mir das so blöd ist. Hier wird nur durcheinander geredet. Es ist überhaupt nicht möglich, hier mal einen normalen Dialog zu führen. Ja, alle versuchen, den anderen niederzubrüllen. Das ist gar keine Gesprächskultur, ja, wo ja, ich Chris, meine Zeit hier wenn ich spreche, lässt ihr mich doch auch nicht aussprechen. Natürlich, aber also ich habe Mo jetzt nicht runtergeschmissen, nur zur Info. Ja, ich wollte gerade sagen, lass doch den lieben also Mo mal oben, das ist doch ein bisschen ja, ganz man, lieb. Man hat mich unterbrochen und man konnte das Dialog nicht vernünftig und sachlich fortsetzen. Ah. Dann machst du mit dir sauber alles. Okay. Alles hier sauber. Ich hätte jetzt gern verstanden, wie Mo darauf kommt, dass Abbas nicht integriert ist, obwohl er ja gerade scheinbar auf der Arbeit ist. Ich habe 3 Unternehmer, ich habe 37 Mitarbeiter. Bei mir mache ich über 1,5. Also er meinte wahrscheinlich wegen seiner Aussprache, weil er schon einen Akzent hat. Also ich habe aber es gut verstehen können, muss ich sagen. Ja, ich muss ehrlich sagen, weil diese Menschen, solche Menschen, die machen Islam kaputt. Die machen unsere Ruf als Muslim hier kaputt, Idioten. Abbas, du kennst ein religiöses Bild. Du musst dich besser mit deiner Religion beschäftigen. Entweder ihr seid jetzt alle ruhig und lässt euch rausreden, oder ich halte euch so. Einmal darf ich ein bisschen ausreden, ja? Bitte? Ja, okay, gut, alles ist schön. Ich mache die, aber was suchst du, wo steht im Koran, dass du in einem ungläubigen Land lebst und Steuerzahler? Sagst du mir bitte, wo steht im Koran, welche Hadith gekommen, dass du in einem ungläubigen Land, laut eurer Sprache, ein Land ist kein muslimisches Land ist und kein muslimisches Gesetz hat, und darfst du leben? Abbas, ich werde eine Antwort drauf geben. Du hast gesprochen, jetzt lässt du mich aussprechen. Ich höre zu, ja. Okay. Erstens, ich habe nie behauptet, dass wenn ich Steuern zahle, dass es in Islam legitim ist. Okay? Wenn ich das behauptet hätte, hättest du mit dieser Argumentation kommen können. Ja, ich stimme dir da recht. Der Islam verbietet eine andere Gesetzgebung, was von Menschen erschaffen worden ist. Wir haben die Scharia und wir haben uns an die Scharia zu halten. Aber, jetzt kommt ein großes Aber. Du hast mir die Frage gestellt, warum lebst du dann in ein nicht-islamisches Land? Du kannst doch rein theoretisch wieder zurückgehen in die Heimat. Das ist eine berechtigte Frage und ein guter Punkt. Ich bin mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen, Abbas. Ich konnte nicht frei entscheiden, ob ich in Pakistan bleibe oder ob ich nach Deutschland komme. Meine Eltern haben mich hierher gebracht. Ich bin hier zur Schule gegangen. Ich habe hier meine Ausbildung gemacht als Bürokaufmann, habe danach mein BWL-Studium, Schwerpunkt Steuern, Wirtschaftsprüfung abgeschlossen, habe mich danach selbstständig gemacht, habe jahrelang in Deutschland gearbeitet. Irgendwann habe ich gedacht, okay, weißt du was, ich wandere aus. Ich bin zwar in England momentan, aber ich pendel zwischen Deutschland und England, weil ich habe in Deutschland ein Unternehmen und habe in England ein Unternehmen. Okay, so. Zurück zu deiner Frage. Oder dein Punkt, normalerweise islamisch, wenn mir einer Frage stellt, ist das Töten erlaubt oder verboten? Ghost, Wenn ich sage, das Töten ist erlaubt, dann widerspreche ich mich, was mein Glaube betrifft. Im Glauben steht drin, aber völlig egal, hat Mauli recht. Also im Islam, ganz kurz mal, ganz kurz, akzeptiert die Scharia. Sekunde,
Aber kurz Luft anhalten. Ich wünsche euch alle schönen Weihnachten, weil ich muss jetzt los. Ich habe mich in der Zeit jetzt rumgebrüllt, hier schon mal eingezogen und werde zu meinem Sohn fahren, weil der freut sich auf Weihnachten. Alle, die Weihnachten feiern, ein schönes Weihnachtsfest, falls wir uns nicht mehr hören. Lieben Gruß an Mausi, du wirst es jetzt alleine ohne mich aushalten müssen. Dankeschön, Chris. Also, passt auf euch auf, seid lieb zueinander und vor allen Dingen, ja, behagt euch nicht so die ganze Zeit. Das macht keinen Sinn, so kommt man auch nicht zu irgendeinem gemeinsamen Nenner. Und mein lieber Groß, in deinen ganzen Argumentationen, weißt du, jeder hat seine Meinung, jeder hat seinen Glauben, aber Religion ist Privatsache. Die gehört nicht auf die Straße, die gehört nicht hier bei TikTok eigentlich hin. Ja, es ist völlig unwichtig, was du für eine Religion bist, weil du wirst nicht an der Religion, sondern an deinen Taten gemessen. Na, also alles Liebe, ihr Guten, und bis bald. Schöne Feiertage. Schöne Tage. Pass auf, bitte. Groß, dann darf ich dir kurz eine Frage stellen. Würdest du dich dann selber als strenggläubiger Muslime bezeichnen oder nicht? Nein. Ich würde jetzt mal den Teil, also gar nicht. Gar nicht. Okay. Ich versuche, meine Religion zu praktizieren, wo ich kann. Natürlich bin ich auch schwach als Mensch und kann nicht immer alles zu 100% so nachgehen. Aber ich würde mich jetzt nicht als strenggläubig bezeichnen. Ich würde mich als sehr liberal bezeichnen. Einer, der die Scharia will. Ja, das ist aber genau das Problem. Die strenggläubigen Muslime, die dürfen ich, nämlich zum Beispiel hier gar nicht leben. Als ich gelebt habe, musste ich den Rechtsstaat so akzeptieren, wie das ist. Ansonsten hätte ich Steuererziehung gemacht, wäre ich in den Knast gekommen. Das ist radikal. Nein, vergiss es. Scharia ist radikal. Und du bist Scharia radikal. Ist nicht radikal, Mausi. Es gibt ein Gesetz von Gott. Guck mal, es gibt ein Gesetz von Gott und es gibt ein Gesetz von Menschen. Bei mir hast du aber null Chancen. Vergiss es, Ghost. Null. Darf ich mal etwas sagen, null Mausi? Unterirdisch. Guck null. Guck mal. Hast du mehr Macht als Gott? Hör auf, oder mich zu fragen. Nee, ich meine Frage ist, hast du mehr Macht als Gott oder stehst du Gott über? Wer die Scharia wählt, ist bei mir unten durch. Ja, aber die Scharia ist Gottes Gesetz. Du hast genau, das völlig ist ja falsche Grund, Aussage. Die Scharia ist Gottes Gesetz. Ja, aber Ghost, nach deinem Glauben, nach unserem Glauben ist Allah nicht Gott, also ist es auch nicht Gottes Gesetz. Gesetze, in dem wir leben, wurden von Menschen geschaffen. Halt mal die Backen still. Nein, ist falsch, was du sagst, Bruder. Das ist falsch, das ist kein Islam, was du sagst. Lass doch bitte die wahre Islam sprechen. Warum redest du einfach? Lass dich stumm jetzt, Ghost. Genau. Ich sage, Entschuldigung, Leute, ich sage, ich bin auch Muslim, ich bin Muslim geboren, ja. Was er sagt, ist ja, wenn du so in Islam sobald 18 Jahre alt bist, dass du selber entscheidest, was du willst, was du willst. Ich sage, wie gesagt, die Leute, die sind Alkohol halal, Ficken halal, aber bei Schweinefleisch, auf Weihnachten, diese Aramo, Alhamdulillah, sie sind Muslim. Das sind nur Teilzeit Muslim, weißt du? Eine echte. Warum schiebst du alle Muslime? Warum? Doch, darfst du nicht als Islam. Muslim darfst du keine Steuer zahlen. Fick, fuck dich, Bruder. Ist Aram. Tausendmal Aram. Du lebst in England, du zahlst nicht Steuer, das ist Aram. Aram. Weißt du, was Aram ist auf Arabisch? Warum darfst du nicht machen, als richtiger Muslim? Gibt es keine Halbzeit Muslim, Teilzeit Muslim. Gibt es in der Muslim oder gar nicht, ja? Wo steht das hier eigentlich? Dass du als liberaler Muslim bist? Wo steht das da? Entweder bist du komplett Muslim, gehst du den richtigen Weg, lebst in der arabischen Länder oder weißt du was? Ja. Ich glaube, zwischen mir und meinem Gott, das ist kein Mensch, was ich habe. Wenn ich ein guter Mensch bin, dann bin ich ein guter Mensch. Wenn ich schlechter Mensch bin, kann ich meinen Glauben nicht dafür. Keine Glauben gesagt, dass du Leute umbringst. Kein Glauben gesagt, dass du Leute nicht getötet. Nur aus ihrem Bauch, was wollt ihr im Mittelpunkt stehen, so Schmull reden. Entschuldigung, sorry. Abbas, danke schön. Man hat dich mal ausreden lassen. Sie schalten sich immer frei, obwohl ich sie stumm schalte. Man sollte die Menschen ausreden lassen. Und Ghost, du bleibst jetzt mal stumm geschaltet, weil der Kai drinnen ist und möchte auch was sagen. Und Sami, du schaltest dich auch ständig immer frei. Bleibt doch einfach mal ruhig. Ihr habt eure Meinung, alles gut. Aber jetzt ist Kai dran. Dankeschön. Ja, erstmal einen schönen guten Morgen in die Runde. Ich wollte gar nicht stören, weil wenn sich drei Muslime gegenseitig immer wieder legen, dann ist das eigentlich ganz interessant zuzuhören. Denn den Abbas, den feiere ich, da sage ich wirklich, das ist ein Muslim, der sich wirklich integriert hat. Einer wie der Ghost, der sich seinen Glauben so dreht, wie er es für sich am besten hält. Das ist kein Gläubiger für mich, sondern ein Heuchler, meiner Meinung nach. Denn ich kann nicht einerseits sagen, ja, ich bin ja Muslim, aber auch nicht so ein ganzer. Aber irgendwie doch, aber na, und ich glaube aber an die Scharia, das ist Gottes Wort.
für uns in unserem Land, da gilt das Grundgesetz, da gilt nicht die Bibel, da gilt nicht irgendwie die Tora oder der Koran, für uns gilt das Grundgesetz. Und so, jeder, ich bin wieder hier, da. Mond, jeder, Mausi, ihr habt eine Verstoßwarnung bekommen. Ich hab, muss euch rausnehmen, eine Verstoßwarnung bekommen. Mond, Mausi. So, ich bin jetzt wieder da. Ja, und jeder, der hier leben möchte, hat sich an das Grundgesetz zu halten. Und das ist maßgeblich. Weder an den Koran oder an die Bibel oder an irgendein anderes religiöses Buch, sondern wie gesagt, das Grundgesetz. Und wem das nicht passt und wer das nicht akzeptieren möchte, und wem das nicht passt, der sollte sich überlegen, ob er dann auch wirklich hier in Deutschland richtig ist. Dann soll er lieber in ein Land gehen, was ihm seinen Glauben so ermöglicht, dass er den... Der Bastian, nur, danke dir, ganz stark. Dass er den nicht nur praktizieren... Nein, lass mich ausreden, bitte. Okay. So, sondern dass er seinen Glauben dann auch offen überall praktizieren kann. Was jemand zu Hause macht, in seinem Zuhause oder in seiner Moschee, das ist das eine. Da kann jeder machen, was er will. Oder in der Kirche oder wie die Juden in ihren Kirchen. Da kann jeder machen, was er will. Aber auf der Straße gilt kein Scharia-Gesetz, da gilt nicht die Bibel oder sonst was. Hier haben wir unsere Gesetze und die gelten. Und die gelten für die Deutschen genauso für jeden anderen, der hier lebt. Und das ist auch gut so, weil dann können wir nämlich friedlich und ordentlich miteinander zusammenleben. Und nicht so, wie ihr das jetzt gerne hier so praktiziert. Salam alaikum fashion. Schade, dass ich dich nicht fetzen konnte. Ja, salam alaikum salam fashion. Wunderschön. Okay, Leute, könnt ihr euch kurz mal stumm schalten, damit ich Ihnen jetzt eine Antwort gebe, den Kai? Sag einfach, ich guck schon, erzähl. Okay, super, danke. Kai, du hast mich vorhin als Heuchler betitelt, dass ich in meinem Ermessen meine Religion so auslebe, wie es mir passt. Und dass ich nicht friedlich mit meinen Mitmenschen zusammenleben kann, aufgrund meiner Ideologie oder wie ich denke. Okay? Und ich werde dir auf alle drei Punkte eine Antwort geben. In erster Linie habe ich vorhin gesagt, für mich persönlich, meine Meinung ist, kein Mensch wird gefragt, ob er geboren wird oder nicht. Die Eltern entscheiden und irgendwie du wirst geboren, okay? So. Du weißt nicht, ob du in Deutschland geboren wirst, du weißt nicht, ob du in Afrika geboren wirst, du weißt nicht, ob du in Indien geboren wirst. Irgendwo danke dir. Ja, du hast nicht die freie Entscheidung, dass du entscheiden darfst, ob du geboren wirst oder nicht. So, was kann ein armer afrikanischer Junge, wenn er in einem Land geboren wird, wo es eine sehr große Armut gibt, aufgrund, Silke, danke. Dass Leute, europäische das Länder sich bereichert haben an die Ressourcen von Afrika und die Länder felsenfest dafür gesorgt ganz haben, stark, dass Leute. Diese Länder sich nicht entwickeln. Hat er nicht das Recht, nach Europa zu kommen, ein besseres Leben zu führen? Molly, danke. Silke, danke. Meine Meinung war, es sollten keine Grenzen geben. Der Mensch sollte sich frei überall bewegen können, ohne dass er einen Pass vorlegt und sagt, hier, ich brauche ein Visum von euch. Molly, Leute, ihr könnt euch alle entsturmen. Okay, so. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass du mich als Heuchler betitelt hast. Ich habe die Wahl in Deutschland, entweder ich zahle die Steuern oder ich mache Steuerhinterziehung. Bori Alba, danke. Wenn ich jetzt Steuerhinterziehung mache, bedeutet das für mich Knast. Jetzt muss ich als ein vernünftiger Mensch die Gefahren und die Risiken, ja, muss ich überwiegen, was ist vernünftiger für mich, die Steuern zu zahlen, ja, oder in den Knast zu wandern. Das ist der Grund, warum ich manches aus dem Islam, ich sage nicht, dass im Islam Steuern zahlen erlaubt ist. Weil wenn ich das sagen würde, wäre ich ein Heuchler. Ich habe gesagt, Islam verbietet die Gesetze, was die Menschen in den letzten paar tausend Jahren gemacht haben. Es gibt ein Gottesgesetz. Und daran sollten wir uns halten, weil wir Menschen haben gar keine Macht.
Wir Menschen haben Ghost gemacht. Du Ghost, das ist eine One-Man-Show hier, was soll das? Ghost, ganz kurz. Jetzt Ghost. Fashion dran. Aber an dem Punkt bist du schon kein strenggläubiger Moslem. Ja, Fashion ist jetzt dran. Mit Fashion wollte ich Fetzerei machen, hat leider nicht geklappt. So, Fashion, du bist dran. Ganz kurz, Leute. Also Ghost, erstmal dieses mit Menschen sind frei und können überall einreisen und überall hin und her. Dann haben wir bald 5 Millionen Mexikaner in Deutschland, 7 Millionen Chilenen, 8 Millionen Russen und. Also wenn ich da die ganze Welt rein, also das bin ich komplett dagegen. Es sollte immer gesund sein und es sollte immer kontrollierbar sein, weil ich habe da keinen Bock, dass da auf einmal Deutschland komplett überflutet ist von allen Nationen. Dann hast du hier ein bisschen Anarchie, ja. Also es sollte schon ein bisschen Recht und Ordnung geben, ja. Dieses es tut mir echt leid, das hat jetzt... Ist es doch schon. Ich bin selber Moslem, Bruder, aber dieser bittere Beigeschmack einfach, dass jeder kann hier einreisen und machen, wie er will. So ein Anarchie-Leben, das kann man in seiner Traumbubble bei den Linken ausleben, aber ich bin so ein bisschen mit kontrollierbar und so weiter. Dieses Argument mache ich dir sofort. Es tut mir echt leid. Zum zweiten Punkt geht an Kai Röchter. Seine Aussage, ich bin Moslem, aber ich bin hier für das Grundgesetz Deutschlands. Und seine Aussagen waren komplett gegen das Grundgesetz. Das sind so Menschen, die für die AfD reden, das finde ich noch viel gefährlicher, weil die erschüttern die Grundordnung Deutschlands mit solchen Aussagen. Und das ist einfach hetzerisch. Ich sage, welche Aussage? Komm, Butterweihefische. Dass die Menschen nur zu Hause das ausleben sollen und dass das kontrollierbar ist und so weiter und verstößt. Nee, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe gesagt, in Deutschland gilt kein irgendwie kirchliches Gesetz. Weder das von der Bibel, noch vom Koran, noch das von der Tora oder ähnliches. Also ich habe gesagt, in Deutschland, lass mich jetzt mal ausreden. Du haust ja einen Schmerz. Sie haben mich erstmal unterbrochen. Das heißt, der Staat ist getrennt von Religion, richtig? Selbstverständlich ist er getrennt. Und für uns gilt hier in Deutschland für ein vernünftiges Zusammenleben das Grundgesetz. Das habe ich gesagt. Bitte? Weil ich mache den jetzt so. Darf ich Sie duzen, Herr Röchter? Natürlich darf ich duzen. Okay, perfekt. Perfekt. Kurzer Moment, eine Sekunde. Ja, mir das Wort im Mund umdrehen, das klappt nicht. Doch. der Präambel des Grundgesetzes, ja, das deutscherbundestag.de kann man nachschlagen, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Boom. Vor Gott und den Menschen. Wo ist Staat und Religion hier in der Verfassung getrennt? Hör auf mit diesem Scheiß. Ist kein Scheiß. Das ist hier im Grundgesetz. Hier gilt das verankert. Grundgesetz, Kollege. Hier das gilt das Grundgesetz, aber es ist verankert. Ein christliches Land. Es ist ein christliches Land. Da musst du auch mal gucken, wann das geschrieben worden ist. Staat und Religion ist getrennt. Das steht im Grundgesetz. Und wenn einer sowas behauptet, verstößt er gegen die Grundordnung Deutschlands. Fertig. Nö, verstoße ich nicht. Doch, ja, weil wir haben auch eine Religionsfreiheit hier, die darfst du genauso aus wie jeder andere auch. Wir haben an die Gesetze und an die Regeln dieses Landes zu halten. Und nicht an eine Scharia oder an irgendetwas, was im Koran steht. Keiner hat über Scharia geredet, kein Wort über Autismus. Doch, der Große weiß, dass es die Scharia, das Gesetz, weil das ein Gottesgesetz ist. Für ihn gelten keine menschlichen Gesetze, hat er gesagt. Kai, also komm mir nicht so blöde. Kai, ich grüße euch erstmal alle, ja. Ich muss mal kurz was zu diesen Fashion sagen, Leute, ganz kurz, ja. Du sagst, du bist Muslim, aber du sagst, lass mal Scharia beiseite, also bist du kein Muslim. Schon wurdest du rasiert gerade. Genau. Weil ein jeder Muslim muss für die Scharia sein. Ja, ist auch so. So, hör auf hier, deine Tapia-Sachen zu machen. Kauf uns keinen liberalen Islam, so wie der Ghost da oben. Leute, kein Problem. Abbas, wenn ihr liberale Muslime seid, dann seid ihr überhaupt gar keine Muslime laut Koran. Erstes Mal, ihr müsst Scharia befürworten, ihr müsst christliche Länder islamisieren, also hört auf zu lügen, ihr könnt den Menschen, ihr versucht,
den armen deutschen Sand in die Augen zu streuen, aber könnt ihr nicht mit eurer Taria-Lügen veräppeln. Mein Freund, seit wann bist du hier drin? Mit diesem Mist. Es gibt keinen liberalen Islam. Eine Sekunde. Islam ist Gewalt. Ja, okay, Abo, darüber. Ich bin nicht geboren in Deutschland. Ich habe meine Tochter angesprochen, Leute. Ich habe nichts, kein Gesetz akzeptiert. Trotzdem als Muslim muss ich trotzdem... Kann ich nicht irgendwas machen von der Scharia, wenn hier kein... Wir haben weder hier einen Kriegszustand... Sammy, befürwortest du Scharia? Bist du gegen Scharia? Deswegen kann ich... Bist du gegen Scharia? Bist du gegen Scharia? Sammy, ich bin für Scharia. Sami und Fashion, seid ihr gegen Scharia oder für Scharia? Darf ich antworten? Darf ich antworten? Aber wir haben hier das deutsche... Leute, einzeln. Erfüllt das Live-Ziel, dann machen wir es öfters. Sammy, ganz kurz. Sammy, darf ich mal eine Sekunde. Danke, Alter. Ein bisschen Geduld muss man mit diesen Leuten haben. Erstmal heißt du Abu Umma Muslimia, glaube ich, wenn ich richtig lese. Muslimania. Los, Leute, gib Gas, mach voll. Das heißt, ich weiß nicht, was deine religiöse Zugehörigkeit ist, aber ich denke mal mit diesem Kreuzritter... Ich denke mal mit diesem Kreuzritter bist du kein Moslem. Klar, glaube ich. Ich glaube, mit diesem Kreuzritter als Profil bist du kein Moslem. Ja, da muss man kein Genie sein, um das herauszufinden. Das heißt, du bist Agnostiker, Atheist, Christ. Nee, er feiert auch. Nein. Spielt ja keine Rolle. Wir haben Leute, gibt keine richtige Muslim. Spielt das keine Rolle. Antwort einfach auf meine Frage. Da fällt er, Bruder. Bruder, da arbeite. Deine Mitarbeiter brauchen deine Konzentration. Gibt keine richtige Muslim. Nur lach nur. Das heißt, aber Umma Muslimania, ja, du redest über Religion, vielleicht, obwohl du gar keine religiöse Zugehörigkeit hast und hast von Scharia keine Ahnung. Des Weiteren sprichst du über Taqiyya. Ich bin Sunnite. Sunniten können kein Taqiyya machen. Das ist erstmal ein Punkt, den du festhalten musst. Wieder eine Lüge. Guck mal, weil du keine Ahnung von Religion hast. Sunniten. Junge, erzähl mir nicht, dass ich keine Ahnung von Religion habe. Jahil. Ich habe mehr Ahnung als dein Imam. Ich habe mehr Ahnung als dein Imam. Ich kenne deinen Koran und deine Sunna innen und auswendig im Gegensatz zu dir. Ihr könnt das alle gar nachschauen, was Taqiyya bedeutet. Sunniten ist der größte Teil der muslimischen Bewegung auf dieser Welt und Sunniten machen keine Scharia. Punkt aus Ende. Da kann der mir keine Scharia oder Mann, keine Taqiyya. Solche Leute wie dieser mächtige Kreuzritter, mit wie debattiere ich jeden Tag. Das ist das Paradebeispiel von Taqiyya, was du gerade gemacht hast. Das Paradebeispiel von Taqiyya. Du lügst schon wieder offen den Menschen ins Gesicht. Das ist Taqiyya. Er hat einen falschen Taqiyya als Moslem ausgeben. Also, ihr könnt den Moslem will ja dann beibringen, was deren Religion ist. Guck mal, wenn du kein Jahil wärst, ne? Ich bin der Vater der Umma. Ist doch wohl klar, dass ich mich nicht für einen Muslim halte. Du bezeichnest mich als Unwissender, ja? Du hast doch nicht gewusst, dass Taqiyya Sunniten nicht benutzen dürfen. Das heißt, für mich bist du ein Unwissender. Ist Mohammed also kein Sunnite gewesen? Gehört er nicht zu euch? Du möchtest gern Kreuzritter und ich würde gerne nochmal, weil ich seit 20 Minuten etwas sagen will. Sammy, bitte sehr. Mach du mal aus und lass mich bitte Wir sind eigentlich voll abgedriftet. Es ging ja am Anfang eigentlich um, also ich bin reingekommen, da ging es um Ungläubige gratulieren zu ihren Feiertagen, wo es auch sehr vielen Leuten nicht gepasst hat. Und da würde ich auch gerne die Leute in den Kommentaren ansprechen. Ich mache jetzt keine One-Man-Show, ich mache es fix. Ihr habt an sich, die Muslime, ein negatives Bild. Ein Moslem ist für euch integriert, wenn er mit euch Schwein isst, wenn er mit euch Alkohol trinkt, eure Feiertage feiert, dann ist er integriert. Guck mal, ich bin in Deutschland geboren. Nein, das stimmt nicht. Feiertage abschaffen wollen. Wenn ein Moslem in der Bar für sein Interesse... Ich werde blöd angeguckt, ich bin nicht integriert. Also integriert ist es... Problem ist, für einen Deutschen ist man erst integriert, wenn man denen genau das sagen will, was er hören will. Es ist so. Sonst bist du immer nur dieser dumme Ausländer. Ah, der Moslem, Scharia. Bei Scharia bin ich raus.
So, aber warum kommst du hier hin? Warum kommst du dann hier hin, wenn du diese Menschen nicht magst und das Land nicht magst? Warum kommst du verdammt hier hin? Geh nach Saudi-Arabien zum Grab von Mohammed. Also, Abu Umma Muslim Amir. Wer will dich denn hier haben? Du hörst dich auch nicht sehr deutsch an. Abu Umma Muslim Amir. Was suchst du hier dann? Was suchst du hier, wenn du die Menschen nicht magst und deren Gesetze nicht befolgen willst? Wenn du hier bei den Deutschen leben willst, dann musst du deren Gesetze auch beachten. Verstehst du das? Wenn du die Gesetze nicht beachtest und Schweinefleisch verbieten willst, dann musst du weggehen hier. Ja, aber dann musst du hier weggehen. Keiner will dich hier haben. Keiner will euch hier haben. Kapiert ihr das? Aber Oma, du hörst dich nicht sehr deutsch an. Ich hör doch. Der ist Araber. Keiner will euch hier haben. Er ist Araber. Er ist Araber, er hat seine Religion, er hat alles verkauft. Hey, kann einer von euch, Hör zu, du Jahil. Ich bin kein Araber, du Jahil. Der ist Aramäer. Deine Beleidigung. Ich bin Christ. Der ist Aramäer oder keine Ahnung. Jeside kann sein, ja. Aber nee, Jesiden, die machen eigentlich nicht diese. Junge, du als Muslim hast hier nichts verloren. Keiner will dich hier haben. Verzeh dich mit deinen Scharia. Keiner will dich hier haben. Du brauchst nicht die Deutschen hier angreifen, den Kai, weil er sagt, das Grundgesetz herrscht hier. Und du kommst hier hin und sagst, Scharia oder so. Keiner möchte dich hier haben. Ey, Sammy, du scheißt gerade brutal rein. Warte ganz kurz. Bald geht. Gehen alle Muslime hier raus. Ja, okay. Keiner will euch hier haben. Wir wissen, dass du ein Islamhetzer bist. Ihr schafft es nicht, jetzt alles zu islamisieren. Ihr schafft das nicht. Könnt ihr einmal bitte mal mich reden lassen? Leute. Gesichter gesehen. Keiner will euch hier haben. Es ist wirklich unverschämt. Muss das an Weihnachten sein? Wir haben uns alle darauf geeinigt. An Weihnachten ist Ruhe, ja? Warum müsst ihr jetzt hier einen Livestream machen? Man hat sich darauf geeinigt, an Weihnachten ist Ruhe. Für alle Seiten. Warum müsst ihr jetzt hier wieder... Löwenherz, wieso machst du überhaupt einen Stream? Es haben sich alle darauf geeinigt, keine Streams zu Weihnachten. Und es ist respektlos allen Menschen gegenüber, die Weihnachten feiern. Also mach deinen Stream aus und lass es sein. Ja, weil sonst geht der Krieg von vorne los. Islam gehört nicht zu Deutschland. Aber ich will mal gerade, willst du mich jetzt komplett verarschen? Keiner, wir haben. Ganz wir haben euch die ganze Zeit toleriert, aber jetzt... Abu Umma, hör zu! Abu Umma, es haben sich alle darauf geeinigt, an Weihnachten wird hier nicht irgendwie gehetzt und irgendwie gehasst und irgendwie menschenverachtende Sachen verbreitet. Lass das doch mal sein, das ist doch respektlos. Das ist respektlos gegenüber allen Christen, die in die Weihnachten feiern. Was soll denn das, Mensch? Keiner will euch. Löwenherz. Ihr seid nirgendwo mehr willkommen. Das macht gar keinen Spaß, Alter. Abu Umma, Kafria wurde aufgedeckt, Oma, du musst Fragen beantworten. Was bist ich muss gar nichts, Junge. Welche Religion gehörst du denn an? Was geht dich das an? Welche Religion gehörst du denn an? Was geht dich das an? Dann sprich das doch einfach mal aus. Weihnachten, Lachs. Was geht dich das an, wenn ich will? Ich verleugne niemals meine Religion, Junge. Du verleugnest gerade deine Religion. Siehst du nicht das Schwert? Siehst du nicht Schwert und Kreuz? Du verleugnest. Was bedeutet das für dich? Leute. Abu Umma, bist du Christ? Was bedeutet Abu Umma, bist du Christ? Abu Umma, bist du Christ? Was bedeutet das Kreuz für dich? Bist du Christ? Sammy, du musst raus, Umma. Du hast Rückkupplung. Ja, jemand doppelt sich. Das ist der Sammy. Der ist einer, der gehört eine Minderheit an und der feiert halt, dass die Muslime damals geschlachtet wurden mit den Kreuzrittern. Deswegen hat er das als Profilbild und Hetz gegen die Muslime. Die Kreuzritter haben sich gegen Mohammed und seinen Wahnsinn gewehrt, weil Mohammed hat gar nicht mehr gelebt. Es ist respektlos. Wenn du nennst dich Christ und hetzt hier rum, gerade an Wahnsinn. Unser Prophet kam die Kreuzritter als Notwehr. Lern mir erstmal als Notwehr im Verlogenen. Unser Prophet hat gar nicht mehr gelebt in dieser Zeit. Du Geschichtsloser. Macht, also das ist jetzt wirklich respektlos. Respektlos, Löwenherz. Wirklich respektlos. Alles verdrehen. Löwenherz, das ist respektlos, an Weihnachten so etwas zu machen und so ein Bild da rein zu tun. Das ist wirklich extrem respektlos. Ja, deswegen kam der Politik-News heul leiser Spital. Kai, du auch. Wenn du über die AfD...
wenn du von der AfD bist, die für das christlich-abendchristliche Abend dann steht, ja, und dann an Weihnachten nicht mal Weihnachten respektierst, dann ist es respektlos, ja. Wenn man sich nicht mal an Weihnachten zusammenreißen kann, Kai und Löwenherz, ja, und Oma, also dann ist es nicht respektlos. Und wer, du missachtest gerade deine eigene christlich-abendländische Kultur, die du ja eigentlich verteidigen willst, Kai, ja, weil so ein Blödsinn christlich-abendländischer Kultur in dir hättest, dann würdest du wissen, dass man so etwas an Weihnachten nicht macht. Ja, das ist respektlos. Das müsstest du dann auch wissen. Du bist ein Hetzer, du hetzt hier rum, du hetzt hier gegen Menschen. Es ist respektlos, ja? Ihr sollt euch schämen für eure Hetze. Das ist Volksverhetzung. Das, was ihr macht, ist Volksverhetzung, das ist strafbar. Ja? Ihr macht euch alle strafbar mit eurer Volksverhetzung. Das ist nicht in Ordnung, ja? Das ist absolut nicht in Ordnung, dass ihr hier rumhetzt, dass ihr hier Hass verbreitet. Und dieses Bild, ja? Dieses Bild mit dem Schwein, das ist respektlos. Weißt du, was das bedeutet? Du verachtest die Muslime, du verbreitest hier Hass und Hetze. Das ist widerlich, das ist Volksverhetzung. Und nein, Volksverhetzung geht nicht nur gegen ein Volk, das geht auch gegen eine Religion. Schau in das Strafgesetzbuch, da steht drin Religion. Wenn du eine Religion verachtest, wenn du eine Religion beleidigst, dann machst du dich wegen Volksverhetzung strafbar, ja? Das ist alles, ihr seid ein Fall für den Verfassungsschutz. Das ist, eigentlich müssten wir hier das gar nicht mit euch reden. Ihr müsst ihr seid für den Verfassungsschutz, seid ihr. Das ist Volksverhetzung, was ihr hier macht. Islamfreie Schulen forderst du. Also das ist respektlos, wirklich. Das ist die größte Respektlosigkeit, die ich jemals gesehen habe. Ja? Also wirklich Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Löwenherz. Es ist respektlos, was du hier machst. Ja? Es ist respektlos, dass du hier deine Hetze verbreitest. Dieser ganze Hass von euch, wirklich. Es ist zum Fremdschämen, wirklich. Ihr sollt euch schämen, die ganze AfD sollte sich schämen. Ja? Geht weg mit eurem Lügen. Geht weg mit eurer Hetze. Das ist wirklich zum Kotzen. Einfach nur noch zum Kotzen. Islamische Länder labern uns nicht voll. Oma. Der Kreuzritter ist, komm nach Nürnberg, Kreuzritter, Digga. Komm echt nach Nürnberg, wir quatschen. So, aber Oma, du willst doch das Christentum verteidigen. Dann respektier doch bitte erstmal die christlichen Feiertage und mach deinen Stream aus und geh hier raus und hetz nicht an den heiligsten Feiertagen der Christen. Hier hetzt überhaupt gar keiner. Völliger Blödsinn. Hier hetzt aber Oma und Kai und du. Ja, mit deinen ich Bildern. Auch, ich habe nicht mit Islam Leute, oder Schwein reinmachen. Was ist das eigentlich noch? Ich habe mal ein Schwein. Du zeigst dir, das ist ein Ferkel und da irgendwas über das den Islam. Weißt du, was das für eine widerliche, was das für eine Nazi-Hetze ist? Euer Rassismus, wirklich. Euer Rassismus. Ihr zeigt doch gerade den Menschen, dass die AfD unwählbar ist. Die AfD ist das letzte Mann. Die AfD ist gegen Menschlichkeit. Die AfD ist gegen jegliche Zivilisation, gegen jegliche Moral. Ihr wisst gar nicht mal, was Mohammed hat die macht genau das Richtige. Mein Gott, nochmal, da kriegt man Kopfschmerzen. Es wäre schön, wenn ich jetzt mal kurz was dazu sagen kann, weil das merkst du das? Man kriegt Kopfschmerzen, Lachs. Ja, ja. Aber ich wollte nur dazu sagen, dass was Oma eben gesagt hat, das finde ich persönlich auch absolut eine Frechheit. Von wegen geht in euer Land zurück oder sonst was. Denn jeder darf hier leben, der hier möchte, der sich auch an unsere Regeln und an unsere Gesetze hält. Und der nicht irgendein Buch, egal ob das jetzt Christ, Jude oder Moslem ist, der ein Buch dem Grundgesetz überstellt. Und das ist einfach nur die Aussage, die ich getroffen habe. Das hat mit Hetze oder Ähnliches gar nichts zu tun, sondern jeder ist hier willkommen, wenn er sich an unsere Gewohnheiten und an unsere Gesetze hält. Und das ist auch nicht irgendwo... Kein echter Moslem akzeptiert das Grundgesetz. Aber die Schnauze! Kein echter Muslim. Ey, Allahs Wort ist über den Gesetzen der Menschen immer. Jeder Muslim weiß das, Religion immer an erster Stelle. Wenn du das nicht weißt, deswegen bist du voller um dich zu islamisieren. Warum was verbreitest du da für Lügen? Welcher Muslim ist hier irgendjemand zu islamisieren, das stimmt nicht. Das stimmt absolut nicht. Die Muslime sind hier, um zu arbeiten, um zu leben. Die Muslime sind hier einfach
nur, die wollen einfach nur ein ganz normales Leben haben. Das, was Oma hier gesagt hat, das ist einfach nur Hetze. Das ist Scharia, die du machen darfst. Ich möchte die Scharia. Guck mal, kann ich mal kurz was sagen? Der Islam ist immer so vorgegangen. Hör zu, ich erkläre dir deinen Glauben ganz kurz. Sei doch mal leise, Oma, du kannst mehr dir mit deinem Glauben, weil du ein Jahr im Leben bist. Verstehe mich Islam, kein Wort, Allah, Scheiß Religion, Mann, sie glaubt an meine Religion oder was? Ich lebe einfach. Immer. Der Islam muss immer herrschen über den anderen. Es stimmt nicht. Der Islam ist eine friedliche Religion. Ja, der Islam ist eine friedliche Religion. Islam bedeutet Frieden. Islam bedeutet Frieden. Islam bedeutet Frieden. So, jeder fliegt sofort raus. Eins. Die Unterwerfung zu. Okay, du bist der Erste, der rausfliegt. Na, okay, Glück gehabt. Also. Erstmal Politik-News, bitte, du darfst jetzt auch antworten als Einzigster, weil ich ja jetzt mit dir rede. Wenn du etwas sagst, zum Beispiel Sachen, die faktisch falsch sind, das ist faktisch falsch, wenn du sagst, Islam bedeutet Frieden, es ist falsch. Wenn du kein Arabisch kannst, tut mir das leid. Wenn du keine Übersetzung kannst, tut mir das auch leid. Islam bedeutet ganz klar übersetzt Unterwerfung und ist auch so gemeint, Unterwerfung unter einem Gott, nämlich unter Allah. Das ist schon mal das Erste. Salam bedeutet Frieden. Salam ist arabisch, bedeutet Frieden. Also hör auf, hier Falschwahrheiten zu erzählen und irgendwelche Lügen zu verbreiten. Islam bedeutet nicht Frieden. Ja, bitte. Islam bedeutet also, nicht Frieden. Ist im Islam, im Arabischen gibt es Wortstämme. So. Und der Wortstamm Salam oder ihr könnt euch Islam, alle das gehört zusammen und das heißt Frieden. Das ist, also die Bedeutung davon ist Frieden. Aber Oma, jetzt redest du rein, das ist unverschämt. Es ist ein Wortstamm und das bedeutet Frieden. Also bedeutet Islam Frieden. Ja? Man wünscht sich im Islam, wenn man jemanden... Salam bedeutet Frieden, hör auf zu lügen. Ja, das ist der Wortstamm, der aber zusammengehört. Sich hingeben, nein, sich unterwerfen. Nein, das bedeutet Frieden. Salam ist Frieden. Guck mal, ich frage dich eine Sache. Das ist derselbe Wortstamm. Hey, Leute, könnt ihr bitte einen Gefallen tun bitte, und den, eine Frage. Ausreden lassen? Eine Frage. Ja, Politik-News darf jetzt ausreden. Salam bedeutet Frieden, ne? Salam bedeutet Frieden. Darfst du mir als echter Abu Muslim, auch für dich. Wenn ich Abu Salam auch für dich. Zu dir sage, darfst du... Abu, auch für dich. Moment, lass Politik-News jetzt ausreden. Das gilt jetzt für alle. So, bitte. Wortstämme. So, der Wortstamm Salam ist ein Wortstamm, von dem der ist auch zusammengehörig mit dem Wort Islam. So, das ist ein Wortstamm und hat dieselbe Bedeutung, nämlich Frieden. Deswegen bedeutet Islam Frieden. Das, was du meinst, das Unterwerfung, das ist eine andere Bezeichnung. Das heißt, im Arabischen heißt das ist Islam. Das ist was okay, anderes. Okay, dann frage ich dich jetzt noch was, Politik-News. Ihr Gläubigen, nehmt euch nicht die Juden und die Christen zu Freunden. Sie sind untereinander Freunde. Wenn einer von euch sich ihnen anschließt, gehört er zu ihnen. Lies die Suren davor. So, Sure 5, Vers 51. Lies die Suren davor. Du holst einen Sure raus, aber du weißt nicht, ob es da oben um Krieg geht oder kann um ich einmal was sagen, dann was. Ja, bitte. Fashion, das steht aber da drin. Ja, es steht da drin, weil du weißt ja nicht, ob es um Krieg ging davor. Ja. Die Sure wurde da damals herabgesagt aufgrund eines. Warte, ich bring euch die Lüge. Ich habe das vorhin schon erklärt gehabt, aber du erwähnst es immer wieder aufs Neueste, ja? Ich habe euch vorhin das erklärt, ihr müsst es im Kontext verstehen. Wir müssen gar nichts. Guck mal, diese Worte Allah sind für ewig, für Ewigkeit. Die gelten nicht nur für Kriege. Hör auf zu lügen. Hört bitte auf zu lügen. Ihr könnt irgendwelche Jahils für dumm verkaufen, aber nicht. Abu Umar, du musst ja vorher und nachher. Ich muss gar nicht. Ich betrachte den Vers, da steht eindeutig. Du musst den Vers davor und den Vers danach lesen. Da verstehst du den Zusammenhang. Du sollst nicht mit den Kuffar Gemeinschaft haben, sonst bist du einer von ihnen. Diese deutsche Du hast das völlig falsch verstanden. So kann man keine vernünftige Unterhaltung führen. Ihr versucht zu spalten. Warte. Hey Leute, vielen Dank. Erstmal ganz kurz. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich gehe danach nämlich runter. Erstmal frohe Weihnachten an alle.
ob gläubig oder nicht gläubig. Ich sag auf jeden Fall, ihr seid alle samt komplett die schlechtesten Repräsentanten für Religion. Ihr solltet am besten gar nichts machen, weil wie ihr euch hier benimmt, ist erstmal wie die Tiere im Zoo. Ja, ihr habt alle gar nichts zu melden. Aber Oma, lern erstmal Deutsch, bevor du hier irgendwas vertrittst, du Antichrist. Und ja, ich wünsche euch, wie gesagt, alle schöne Weihnachten. Bleibt gesund, feiert mit euren Familien. Liebt eure Tiere. Ich spreche 8 Sprachen, perfekt. Abo, geh mir nicht auf die Eier. Was willst du mir über Deutsch erzählen? Was willst du mir über Deutsch erzählen? Liebe Leute, haut rein, bleibt gesund. Komm erstmal auf den Level, wo ich bin, mein Freund. Ich spreche 8 Sprachen, du respektlose. Ey, du bist ein scheiß Hetzer, geh mir auf den Sack. Du bist selbst so blöd für die MPD. Dein Vater ist ein Hetzer, verpiss dich. Komm, geh mir nicht auf den Sack. Abo, der hat dich gerade mundtot gemacht. Verpiss dich. Der hat dich gerade mundtot gemacht. Was kannst du deinem Sohn sagen, du Köter? Ja, du bist mein Sohn. Halt deine Fresse. Ja, guck mal, du kannst meinen Boden sauber machen mit deinem Gesicht, du Kackvogel. Ja, du mit deiner Zunge kannst meinen Arsch sauber lecken. Ey, guck mal, im Gegensatz zu dir muss ich mich für nichts schämen. Verzeh dich, du kleiner Hurensohn. Du machst dir gern Muslim. Leck die Ärsche der Muslime. Und wenn der so weit ist, dann hacken die deinen Kopf ab, du kleiner Spasti. Also tut mir leid, das H-Wort war 1:1. Das geht nicht. Ja, guck mal, der kann mich nicht mal beleidigen. Ich habe muslimische Freunde, ich habe christliche Freunde, aber der ist der schlechteste Repräsentant für das Christentum. Die Christen schämen sich für solche Kackvögel. Also bei mir darf man alles sagen, aber wer auf die Eltern geht oder auf die Familie, fliegt raus. Ja. Anti, alles, du hast komplett recht. Danke, dass jetzt hier endlich mal jemand ist, der irgendwie einen Funken Verstand hat, der mal ein bisschen einfach mal mit dem man ordentlich reden kann, weil das ist wirklich, was Abo Oma hier gemacht hat, ist wirklich unterste Schublade. Und das ist auch nicht... Es ist auch für Christen müssen sich davon auch distanzieren, weil das ist, was der gesagt hat, das hat mit gar keiner Religion zu tun. Super. Das ist einfach nur pure Hass. Politik News, ich rede aus keiner Religion, ich rede aus gesundem Menschenverstand. Und wenn einer eine Religion vertreten will, das ist genauso wie, als ob du deine Firma oder deine Mannschaft vertreten willst. Du hast dich gut zu benehmen. Sonst nimmt dich keiner für voll. Niemand. Weder ein Muslim noch ein Christ. Ja, wer sich an Weihnachten hier hinsetzt und wer über Religion debattiert. Anti, alles, du hast Verstoß bekommen. Ja, ich gehe runter, ich muss frühstücken. Er hat Verstoß bekommen. Warum hat er Verstoß bekommen? Ich weiß ich nicht. Es stand da, hast du. Hallo, jemand hat ihn gemeldet, safe. Ja, dieser Kreuzritter hat ihn gemeldet. Ja, safe. Ja, wenn einer den meldet, reicht eigentlich nicht. Leute, um noch mal vorhin darauf zurückzukommen, was Politik News gesagt hat. Also, wir können, wenn man vernünftig reinkommt und redet, nicht direkt sagt, hier Hetzer, dies, das, sondern normal redet, dann können wir auch ein anderes Thema, wir können über alles reden. Aber wenn jemand direkt mir vorwirft, hier hetzen, dies, das, ja, dann ändere ich das auch nicht. Weil ich lasse mir doch nicht sagen, hier rein, hier gehetze. Das sind normale Sachen, über die man reden muss. Ich kann mit Ghost, bis jetzt konnten wir gut reden, mit Fashion. Wir sind auch oft anderer Meinung, kann ich auch immer gut reden, obwohl wir nicht derselben Meinung sind. Also es kann schon gut funktionieren. Man muss nicht direkt immer hier als Hetzer und dies, das betiteln. Wir können schon vernünftig miteinander diskutieren. Gebt mir gute Argumente. Und ich kann was ändern, wenn ihr mir vernünftige, begründete, gute Argumente gibt und nicht einfach, ja, du hetzt, das ist kein Argument, das ist einfach nur Schwachsinn. Das ist nicht mir begründet. Mir ist es egal, ob du das an Weihnachten machst. Schaut mal, Leute. Silvester oder an sonstigen Tagen. Mich schuckt das eigentlich, also wirklich, mich geht das peripher null, aber... Weil du kannst ja auch Atheist sein, ja, und als Atheist steht ja auch das Recht zu, auch an Weihnachten solchen Debatten zu führen, habe ich auch gar kein Problem damit, aber ich bitte dich, lass diese Diskussion sachlich bleiben, das heißt zum Beispiel, wenn ein Kai redet, auch wenn wir nicht einer Meinung sind, ja, es gibt immer noch in Deutschland die Meinungsfreiheit und ich habe keinen Bock, dass da einer die ganze Zeit am Rumschreien ist und am Rumeiern und der Kai wollte eben einen Satz noch zu Ende bringen und er ist nicht dazu gekommen. Ich muss nicht seiner Meinung sein, aber ich will so einen Menschen erstmal mir anhören, weil ich muss mir auch Gedanken machen als deutscher Bürger, was dafür Sorgen und Ängste hat. Und dann kann man darüber sachlich debattieren und argumentiere ich dagegen oder er argumentiert so stark, dass ich dagegen gar nicht mehr argumentieren kann. Und da, so funktioniert Demokratie. Und mehr ist das nicht. Und darum bitte ich, Löwenherz, dass du dich als Host darum kümmerst, dass nicht dass dieses Rumgeschrei einfach aufhört und dass man hier die Leute gegenseitig auch zuhören kann. Weil wenn ich weiß, was das Problem ist, ich mag es tatsächlich, wenn nicht nur einer redet, sondern wenn zum Beispiel auch mal Leute auch mal gegeneinander reden. Aber gerne, gar kein Problem. Wenn ihr in einem normalen Ton redet und nicht schreit, dann können auch drei Leute reden. Das ist komplett egal. Ja. Aber wenn alle durcheinander schreien, dann versteht man kein Wort. Also ihr könnt natürlich, wenn jemand was sagt, könnt ihr darauf antworten, ist doch klar. Ja, weil richtig. Das soll ja hier kein Monolog sein, sondern auch schon Dialog. Horst, ich habe mal eine Frage an dich. Du hast ja die ganzen Plakate von der AfD in deinem Dings drin, ne? In deinem, also. Weil ich die Sprüche und die Sachen sehr gut finde, ja. Okay. Schau mal.
In der Vergangenheit gab es einen Österreicher in Deutschland, ja? Den Hitler. Kenne ich. Ja, deine Kleinen, und ja. Der Hitler ist damals an die Macht gekommen. Das wirst du vielleicht gehört haben. Aber ich kenne mich mit Geschichte sehr gut aus. Du brauchst mir darüber sehr gut gerne machen. Ja. Wenn die Ur, also nicht Uropa, aber wenn deine Oma oder Opa noch leben würden und wenn die Sprüche von der AfD jetzt mitkriegen könnten, was die AfD für Sprüche loslässt, ausländerfeindlich, extrem manchmal sogar, ja. Der Hitler ist damals an die Macht gekommen, weil er das Problem hervorgehoben hat und gesagt hat, Deutschland hat dieses Problem und ich werde dieses Problem beseitigen. Das war damals die Arbeitslosigkeit und er wollte die Wirtschaft ankurbeln. Und der hat die Stimmen bekommen, er wurde gewählt und im Nachhinein, was passiert ist, das haben wir ja alle mitbekommen, was er am Ende gemacht hat. Ja, so. Bei der AfD ist genau dasselbe Spiel. Die versuchen, die wissen ganz genau, wo die Menschen erreichen können, mit welchen Themen sie die Menschen erreichen können. Und nachdem sie die Menschen erreicht haben, falls eines Tages die AfD an die Macht kommt, ja, werden die alle Zeugen davon werden, wie sie die Gesellschaft in Deutschland aufspalten. Ja? Das stimmt doch gar nicht. Warum sagst du das? Ganz kurz, Ghost. Findest du, ich bin bei sowas immer fair, ja? Manchmal auch gegenüber leider der AfD. Das hat so unsere Demokratie mit sich. Was findest du jetzt gegen dieses Wahlplakat zum Beispiel? Guck mal, gegen. Nein, nicht. Guck mal, erstmal höre ich dir zu. Mhm. Zweitens, möchte ich da wissen, was das Plakat jetzt dagegen, also jetzt bis auf AfD, es gibt viele AfD-Politiker, die ich abgrundtief nicht mag, ja? Einfach, ich mag die nicht, weil die einfach ekelhafte Sätze ausgesprochen haben gegenüber Behinderten, Minderheiten und so weiter. Aber jetzt zum Beispiel dieses Wahlplakat als Beispiel, ja? Was spricht denn das aus? Also ich habe gegen so ein Wahlplakat nicht sehr viele Probleme. Ich habe gegen dieses Wahlplakat gar kein Problem. Aber soll man die anderen Wahlplakate einblenden und dann sage ich dir, ja, das mit dem Schwein zum Beispiel ist appetitlos, weil das heißt Minderheiten assimilieren. Danke, ja, was heißt Minderheit? Es ist ja im Christentum, der Schwein ist ja auch, also das Schwein spielt keine, ist ja, das spielt ja keine Rolle. Du musst ja so sehen, Deutschland ist ja größtenteils ja Atheisten. Das, ja, aber heißt, du kannst doch nicht, nur weil die Muslime kein Schwein essen, nur die Muslime damit triggern, ja? Die Christen werden ja damit auch getriggert. Ja, aber Ghost, eigentlich die Juden auch, aber das spielt ja keine Rolle. Fashion und Ghost, ich habe eine Frage. Es gibt Diskussionen und es wird auch schon gemacht, dass Weihnachtsmärkte umbenannt werden, einfach nur aus Respekt, angeblich vor den Muslimen, weil die Muslime das nicht haben wollen, weil wir Rücksicht nehmen sollen. Warum müssen wir die Namen ändern von Weihnachtsmärkten? Warum dürfen wir keine Weihnachtsbäume aufstellen? Weil Muslime das nicht wollen, weil Muslime kein Weihnachtsbaum haben. Haben das Muslime? Nein. Das Politiker? Haben viele Muslime schon gesagt. Und das ist ja, wir haben ja wohl entschieden. Wer entscheidet das im Endeffekt? Ja, aber Host, darf ich dich mal was fragen? Mach das nicht die Politik. Glaubst du an die Demokratie? Warte mal ganz kurz. Nein, akzeptierst du die Demokratie? Ja, aber gerade. Okay, warte mal, ich werde genau auf diese Sache werde ich jetzt antworten. Ja, okay. Darf ich vielleicht ganz kurz? Ich will guck nicht mal, oben bleiben. Es ist ja so. Lass mal Kali ausreden. Wenn das mit der Geburtenrate weiter so geht, wird es so sein, dass eines Tages, vielleicht in 40, 50, 60 Jahren in Europa mehr Muslime leben werden als überhaupt Christen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, so. Wenn ihr doch die Demokratie respektiert, dürft ihr aber auch in diesem Punkt auch nicht heuchlerisch sein. Wenn die Muslime in die Mehrheit kommen, dann werden die natürlich das ein oder andere in Europa ändern. Elia, hörst du das? Ja. Was werden die denn ändern? Bekommt dann die Scharia oder was? Nein. So, ich möchte ja natürlich. Und genau deshalb ist doch die AfD da, weil sie da nicht wollen. Das müsst ihr doch akzeptieren. Da hat es gerade so reingeschissen, der Vollidiot. Ghost. Nein, er hat die Wahrheit ausgesprochen. Nein. So, Fashion, hast du das gehört, Fashion? Ghost, wie viele Muslime leben in Osteuropa? Wenn du sagst, wir haben über Europa geredet. Leute, ihr müsst euch fortpflanzen. Ghost, wie viele Muslime leben in Osteuropa? Das ist von meiner Seite aus an die Christen ein Appell. Ghost, beantwortet die Frage, wie viele Muslime leben in Osteuropa? Wenn ihr gegen uns ankämpfen wollt. Hallo. Ansonsten warte kurz. Ja, aber guck, du machst daraus einen Kampf. Ja, du möchtest deine Religion überraschen. Gar kein Monster. Er ist gar kein Monster, wenn er so redet. Umschalten.
Leute, so, ich möchte jetzt bitte, dass Elia darauf antwortet. Moment, Harley, du bist danach. Elia, bitte antworte darauf, was er gesagt hat. Vielen Dank, Dankeschön. Lass uns einfach alles nach der Reihe erstmal sprechen. Erstmal frohe Weihnachten an euch alle. Mein lieber Ghost, schau mal, mein Lieber. Deswegen kannst du nicht gleichsetzen, dass die AfD mit der Nationalpartei gleich ein Programm haben. Das ist erstmal völliger Quatsch. Die AfD möchte nicht einen politischen Islam haben. Und die Mehrheit der Muslime wollen die Demokratie abschaffen. Du siehst das immer mehr. Zweiter Fall ist, wenn Deutschland sagt, wir wollen nicht den politischen Islam, dann ist das Demokratie. Du spielst dich hier auf und sagst ja, ihr seid doch für Demokratie. Dein Islam, woran du glaubst, ist gegen Demokratie. Und die Scharia, Mohammeds Leben, die ganzen Sahaba, habe nur ein Ziel gehabt, die Scharia in der ganzen Welt voranzutreiben. Und man hat das auch in der Islamgeschichte auch gesehen, dass die Sahaba, die vier Kalifen, bis nach Syrien kamen und haben alle Christliche, die dort... Ghost, du darfst darauf antworten. Elia, rede weiter. Die Einwohner dort waren, hat Mohammed befohlen, jeden zu bekämpfen, der nicht bezeugt, dass Mohammed ein Gesandter ist. Elijah, in wie vielen Ländern gilt die Scharia? Bitte warte, ganz kurz. In wie vielen Ländern gilt die Scharia? Wir haben 57 islamische Länder. Lass mich bitte ausreden. Ja, dann beantworte doch die Frage. Sofort, lass mich erst mal meinen Satz zu Ende führen und lass mich. Jetzt vergesse ich die Frage. Ich vergesse sonst die Frage. Nein. Erst mal meinen Satz zu Ende führen und dann. Bitte sehr, führ den Satz zu Ende, Elijah. Elijah Nathan, erzähl mal. Erzähl mal, Fashion. Ja. Zu deiner Frage komme ich gleich und ich mache dich gleich noch mundtot. Entspann dich, okay? Ja, okay. So. Die Bibel. Die ganze Sahaba wollten die Scharia haben. Und du, Fashion, mein Lieber, wo befindet sich überhaupt die Scharia? Erstmal in keinem einziges Land. Weißt du auch warum? Dankeschön. Ja, und jetzt, Dankeschön. Lass mich erstmal ausreden. Es ist ein Unterschied. Gibt es die Scharia? Lass mich bitte ausreden. Es Dankeschön. Ist ein Unterschied. Ja. Ob die Menschen das umsetzen oder nicht, aber Mohammed hat es befohlen. Ihr habt das gerade gehört, Mehrheit, in keinem islamischen Land herrscht die Scharia. Dankeschön. Lass mich bitte ausreden. Und die Mehrheit wollen die Scharia, aber können das nicht umsetzen. Die waren nee, was ist mit Afghanistan? Hat bei dem islamischen Staat, bitte lass mich kurz ausreden, Schwester, hat der islamische Staat umgesetzt. Und das ist die wahre Scharia. Du bist ein Munafik, du bist ein Heuchler. Und 10% ja. der Mehrheit der Muslime wollen die Scharia und haben sich nicht gegen den 10% ist nicht die Mehrheit. Hast du eine repräsentative Umfrage bei den Muslimen gestartet? Und das ist also, der Unterschied. Lass 10% ist die Mehrheit? Erzähl mir. 10% ist nicht die Mehrheit, Elijah. Das ist eine Minderheit. 10% ist die Minderheit, Elijah. 10% ist schon sehr, sehr viel, mein Lieber. Ja, aber das ist die Minderheit. 10% der Deutschen wollen die AfD. Trotzdem sage ich nicht, alle Deutschen sind AfD, ne? Bruder, lass mich bitte erstmal ausreden. So. Folgst du Mohammed oder nicht? Welch? Folgst du Mohammed oder nicht? Zu 100%. Also willst du doch die Scharia haben. Also willst du das? Wir folgen. Dann lies mal Sura 8, guck mal, die Scharia, erstmal, Scharia bedeutet Gesetz. Scharia bedeutet Rechtsgesetz. Warte mal ganz kurz. Leute, lass ihn noch mal aussprechen, Fesche. Der stellt doch eine Frage. Dankeschön, Fesche. Fesche, aber lass ihn doch mal kurz aussprechen. Aber er hat mir doch eine Frage gestellt. Du hast gesagt, ja und fertig, dann redet er weiter. Ja, aber ich will darauf antworten, wie ja und fertig. Egal, was du jetzt sagst, damit hast du dich selber ausgenockt, du folgst deinem Prophet Mohammed. Richtig, weil ich religiös bin. Und auch den islamischen Staat, also folgst auch den islamischen Staat, korrekt? Oha, okay, jetzt hast du mich sogar als Terrorist bezeichnet. Okay, dann sage uns, was ist der Unterschied zwischen dem islamischen Staat? Wie bitte? Und was ist der Unterschied zwischen ISIS und Mohammed? Gib mir ein Beispiel. Was ich ein Beispiel geben? Es gibt keinen Unterschied. Es hält sich doch nicht an den Islam, an die muslimische Gesetzgebung. Das sind einfach irgendwelche Leute, die vom CIA eingesetzt worden sind, um die Revolution zu diskutieren. Warte mal ganz kurz. Er hat mich doch gefragt. Ich gebe dir ein Beispiel, Elijah. Der Unterschied ist zwischen Stell mir doch keine Frage und geh weiter. Hey, Elijah, wir sind nicht in einem christlichen Stream. Wenn du mir eine Frage stellst, beantworte ich. Das ist eine politische Debatte und dann kannst du darauf weiter eingehen. Also, du hast gesagt, was ist der Unterschied zwischen unserem Prophet und der ISIS? Unser Prophet wurde nicht von den Amerikanern finanziell unterstützt. Das ist der große Unterschied. Also, dann gab es keine Amerikaner. Das ist der große Unterschied. Bravo. Genauso gemacht. Das ist der große Unterschied. Die ISIS wurde finanziell unterstützt und bewaffnet. Aus dem Hadithen, was ist der Unterschied zwischen ISIS und Mohammed? Komm mir nicht ich mit hab's dir gerade gesagt.
Isis hält sich doch nicht an Koran. Die Isis, Elijah, du sollst die Quellen benennen, was der Unterschied zwischen Mohammed und der Isis ist von Amerikanern unterstützt worden, von Barack Obama und Amerika. Die Muslime bekämpfen. Elijah, die Isis hält sich doch nicht am Koran. Die halten sich doch nicht am Koran. Nein, 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 nein. Isis hält sich nicht am Koran. Isis hält sich nicht am Koran. Kein Religionsstream. Politisch debattieren, Elijah. Du musst jetzt politisch debattieren. Merkst du gerade, dass du nicht meine Frage beantwortest, sondern du weißt es genau? Ey, Leute, ich finde es total unverschämt. Mir wurde vorhin die Frage gestellt und ich durfte nicht antworten. Das ist total unverschämt von euch. Korrekt. Deswegen, guck mal, bei allem Respekt. Lachs jetzt. Wenn wir jetzt alle miteinander reden, führt das zu gar nichts. So, Dankeschön. Ey, Elijah, kann ich die Frage auf keinste Weise beantworten? Ey, Leute, lasst den doch mal aussprechen. Dankeschön. Er hat nicht auf meine Frage geantwortet. Noch einmal. Was ist der Unterschied zwischen Mohammed und Isis? Ich gerade erzählt. Sure, nenne mir einen Hadith. Was ist der Unterschied? Bitte die Antwort geben. Okay? Bitte aus der Quelle, nicht mit Amerika. Ich werde dir aus der Quelle die Antwort geben. Gab es nicht Amerika. Ich werde dir aus der Quelle die Antwort geben. Bitte schön, gib mir. Okay. In der Zeit von dem Propheten Mohammed gab es eine Überlieferung, wo er gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, oder du bist sallallahu alaihi wasallam. Gab es eine Überlieferung, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, gab es eine Überlieferung, wo der Prophet selber gesagt hat, es wird eine Zeit kommen, wo die Muslime neben euch beten werden, deren Gebete werden, wenn ihr die Gebete von denen seht, werdet ihr denken, ihr betet weniger als die. Das heißt, das ist falsch. Da geht werden, es um die werden, ganz kurz, lass mich mal bitte aussprechen. Das ist einen Hadith diese über die Diese Leute Chavarisch. Werden als Chavarisch abgestempelt, weil die... Ja, aber das hat nichts mit dieses ganz zu kurz, tun. Lass mich mal bitte aussprechen. Also war, guck mal, du lässt mich meinen Gedanken gar nicht mal zu Ende bringen und das ist unverschämt. Mach mal. Hey. Leute, kann ich mal kurz was sagen? Du hast dir doch gerade selber die Antwort. Ich habe meinen Gedanken gar nicht zu Ende gebracht. Ich ziehe auf eine Gruppe von der damaligen Zeit, die nicht mal fünf Minuten am Tag gebetet hat. Schawalisch existiert doch gar nicht mehr. Bitte stumm schalten. Bitte stumm schalten. Leute, man versteht euch nicht, wenn ihr alle redet. Macht auf jeden Fall gute AfD-Werbung. Finde ich gut. Ey, Lachs, ganz kurz, nur einen Satz möchte ich noch sagen. Ich kann mich noch an ein Video erinnern, wie Elijah als Moslem gesagt hat, er hat 100 Argumente, um die Bibel zu zerlegen und auseinanderzunehmen. Okay, das hat aber jetzt nicht... Ja, warte ganz kurz. Hör auf mich, irgendwas zu verleumden. Jetzt hast du auf einmal jetzt lenkst du wieder vom Thema ab. Jeder lenkt ab. Hast du wieder als Ex-Muslim 100 Argumente gegen den Koran. Elijah, guck mal, kann ich dir eine Sache sagen? Ich will jetzt mal generell eine Ansage an alle machen. Guck mal, vor 100 Jahren hat Atatürk schon verstanden... So, nicht 100 Jahren. Du sollst mir die Quelle benennen. Was ist der Unterschied zwischen Isis und Mohammed? Ich sage euch, was der Unterschied ist. Elijah, der Islam hat mit der Isis nichts zu tun. Islam hat mit der Isis nichts zu tun. Wieso verstehst du das nicht? Leute! Bitte stumm schalten. So, erstmal. Meine Frage wurde auf keine Weise beantwortet. Gauss hat einen Hadith erwähnt, es bezieht sich auf eine Gruppe, die mehrmals fünfmal am Tag gebetet haben. Und die haben sich nicht nach der Sunna gehalten. Isis beten fünfmal am Tag. Und was ist der Unterschied zwischen Isis und Mohammed? Gibt es keinen Unterschied. Mohammed hat es gefunden gehabt. Surah 4, Vers 3. Du Heuchler, sei mal unten da leise mit deinen Fashion da. So, ja, sag doch mal. Surah 4, Vers 3 befindet sich im Koran. Korrekt? Ja. Surah 9, Vers 29. Bekämpfe die von der Al-Kitab. Ich werd wegen dem so viele Videos von dem hochladen heute. Und jetzt Surah 9, Vers 24. Sexsklaven hatten Isis auch gehabt. Surah 3, Vers 18. Die Scharia. Was erzählst du da, Elijah? Das stimmt gar nicht. Okay, das schlagt den Koran auf. Ich wollte nur mal kurz sagen, dass das deutsche Grundgesetz nicht für euch religiösen Menschen geschrieben wurde, okay? Schlag Surah 4, Vers 3 auf, du Monafik. Löwenherz, ganz ehrlich, es ist wirklich unverantwortlich, dass du diesen Stream angemacht hast. Ja, wir haben gesagt, aber du bist immer noch hier drin, Politik-News. Du bist ganz fest drin. Wir haben gesagt, an Weihnachten wird hier nicht gestreamt, Löwenherz. Wer hat hier irgendwas gegen bei allen Christen, dass du hier diesen Stream machst? Wir haben uns darauf geeinigt und du hast es alles gebrochen. Ich habe überhaupt
Frankreich. Wir werden jetzt zurückschlagen, ja? Du hast gesagt, wir haben alle gesagt, es wird während Weihnachten. Ja, mein Gott, der brabbelt um Antwort auf die Frage. Ey, macht einen Monolog. Ey, hört ihr so im Hintergrund die ganze Chihuahua bellen oder? Fashion hat sich jetzt gerade selber entschieden. So, also, Fashion sollte abgeschlossen also erstmal, werden. Also erstmal, es gibt ein Video, Leute, von Elijah, wo er behauptet, er würde die Bibel auseinandernehmen. Es gibt ein Video von diesem Heuchler, ja? Der größte Heuchler ist dieser Elijah. Der größte Heuchler bist du. Es gibt ein Video von dem, ein schönes Video in seinem Vortrag, wo er behauptet, er würde die Bibel auseinandernehmen. Leute, wisst ihr, was das Schlimmste ist? Jetzt hat er gesehen, er kann auf Muslime Fame aufnehmen. Er kann auf Muslime Fame aufnehmen. Ihr habt kleine Probleme, ihr müsst die großen Probleme angreifen. Ja, Fashion. Deswegen gibt es Atheisten wegen euch. Dankeschön, dass er rausgeflogen ist. Sein Prophet hätte ihn selber geköpft, weil er Munafik. Du nicht auf die Nerven. So, und Fashion, du hast dich gerade selber entlarvt. Du bist für die Scharia, du bist für Mohammed, du bist nicht für die Demokratie, du bist ein Monarch und ich hoffe... Du bist auch nicht für die Demokratie, weil hier herrscht nicht die Religion, hier herrscht das Grundgesetz. Wir haben hier Religionsfreiheit, ja, aber der Islam... Der Grundgesetz erlaubt keine Religionsfreiheit. Deswegen hat Mohammed doch gesagt, in Medina und in Mekka wird es keine... Das stimmt doch gar nicht, was du da gerade... Okay, warum dürfen Christen... Elijah, warte mal, hör mir mal zu. Wer hat die Zahlen? Du redest jetzt die ganze Zeit schon, Elijah. Warte, lass mich noch eine Sache sagen. Wer hat denn die Zahlen erfunden? Waren das nicht die Muslime? Wer hat die Mathematik, die Medizin, die Algebra, die Astronomie, die Geografie, die Chemie? Wer hat das alles erfunden? Waren das nicht die Muslime, die Mathematik? Beantworte meine Frage. Warum dürfen die Muslime das denn? Elijah, nur eine. Gesetz auf die Eins. Mohammed hat gesagt, es werden keine zwei Religionen mehr geben. Grundgesetz auf die Eins. Juden und Christen abgeschafft. Genau, Lachs. Grundgesetz auf die Eins. Möge euch das Grundgesetz recht leiten. Ja, die kennen komischerweise nur einen Paragraphen aus dem Grundgesetz. Das ist das Traurige an der ganzen Geschichte. Der Elijah macht hier Grimms Märchenstunde. Der geht mir auch auf die Nerven. Der redet seit 2 Stunden über die gleiche Kacke. Ey, Leute, wir sind in Deutschland. Wenn euch das nicht interessiert, dann Tschüssikowski. So. Alles klar, dann geh nach unten. So. Nein, du hast mir gar nichts zu sagen. Lass du blauäugiger Deutscher hier. Du bist ein verhasster Grundgesetz Deutscher. Grundgesetz auf die Genauso Eins. Wie dich. Möge euch das Grundgesetz recht leiten. Sag das deinen AfD-Lern, Roy. Ja, die das Grundgesetz missachten. Ja. Bitte meine Frage. Warum dürfen in Saudi-Arabien und in Medina kein Jude und kein Christ mehr leben und dort seine Religion mehr ausleben? Mohammed hat gesagt, alle Religionen werden abgeschafft, kein Jude oder kein Christ darf man dort rein oder leben. Okay, Elijah, ich sag dir nur eine Sache. Das, was du hier machst, das ist Paragraph 130 StGB, das ist Volksverhetzung. Wer gegen eine nationalrassische oder religiöse Minderheit hetzt, der macht sich wegen Volksverhetzung strafbar. Das, was ihr hier macht, ist Volksverhetzung. Das ist widerlich, dass ihr das an Weihnachten auch noch macht, ja? Löwenherz, das ist wirklich unter aller Sau. Es haben sich alle darauf verständigt. An Weihnachten keine ekelhaften Streams, ja? Du missachtest deine eigene Kultur, die du ja eigene Quellen und das hat Mohammed gesagt. Deine eigene Kultur, die du hier, Politik, die du ja eigentlich verbreiten willst, ja. Du raus, wenn ich die Sturm bist du Sturm. Es hat nichts mit Kultur zu tun. Hol den Flex hoch. Ja, mache ich sofort. So, ganz kurz. Elia hat mit Recht gesprochen. Ihr könnt es einfach nur nicht ertragen. Er hat genau das richtig gesagt. Den einzigen Punkt, wo ich ihm nicht widersprechen würde, aber den ich ein bisschen anders sehe, ist, dass es die Scharia nicht gibt. Also in Pakistan wird sie praktiziert, in Afghanistan wird sie praktiziert, in Jemen wird sie praktiziert. Also es gibt tatsächlich noch einige Länder, wo die Scharia auch praktiziert wird und angewendet wird. Korrekt, aber das ist zu 90%. Die brauchen einen Kalifatstaat. Ja, ja, genau, richtig. Du hast recht. Ja? Aber die praktizieren natürlich. Aber nichtsdestotrotz zu 70-80% herrscht dort die Scharia. Aber ja. Es gibt noch einen Kalifen. Meine Frage an euch Muslime, warum darf man in Juden, warum darf man nicht in Saudi, in Mekka und in Medina nicht mehr dort leben als Christ und ein Jude? Weil Mohammed darf ein Moslem im Mitglied des Vatikanstaats sein?
Er darf die besuchen. Darf ein Moslem Staatsbürgerschaft des Vatikanstaats haben? Politik News, warum flüchtest du? Er fragt dich doch was. Warum flüchtet ihr immer? Was ist so schlimm? Was versteht ihr nicht zu antworten? Ich kann es erklären. Gar kein Problem. Leider, ich kann dir die Frage beantworten. Warte, wer hat mich das gefragt? Warte mal, Elijah. Irgendjemand hat mich das gefragt. Warte, ich will darauf antworten. Lachs, weil ich genau das an, ich bin nur deswegen hochgegangen, Löwenherz, weil ich das einfach sagen will, es ist wirklich unverschämt, dass du, weil alle haben sich darauf verständigt, zu Weihnachten machen wir keine ekelhaften Streams von beiden Seiten. Alle haben das eingehalten und dann machst du hier einen Stream auf und sprengst das Ganze. Alle haben sich darauf verständigt, an Weihnachten ist man bei der Familie. Respektier doch deine christliche Kultur, ja? Ich mache jetzt einen Stream auf. Okay. Das ist irrelevant. Danke dir dafür. Erstmal einen großen Applaus. Wir fangen jetzt an. Kommt. Darf ich kurz was sagen? Erstmal einen großen Applaus, dass er seinen eigenen Propheten gesagt hat, es ist ekelhaft. Dankeschön. Ich habe die Quellen benannt und das ist tatsächlich ekelhaft. Ich danke dir dafür, dass du das zugibst. Okay, Elijah, du Antichrist. Flexer, bitte sehr. So, erstmal frohe Weihnachten an alle und ich küsse doch eure Herzen, ne? Und wer gegen Elijah ist, der ist automatisch auch gegen mich, weil der Kerl spricht Fakten, der Kerl labert keinen Scheiß und bitte bleibt einfach respektvoll. Aber ich sage euch nochmal eine Sache, wer gegen Elijah ist, der ist auch gegen mich, weil wir sind eine Gemeinschaft, ganz einfach. So. Von welcher Gemeinschaft redest du? Dass er hetzen darf? Du weißt nicht mal, was ein Antichrist ist, du Jal. Dass er an Weihnachten, an einem christlichen Feiertag hetzen darf? Flexer, meinst du diese Gemeinschaft? Weil wenn er zu deiner Gemeinschaft gehört, dann zählst du ja auch mit, weil ich fand dich ja bis zu deinem letzten Satz gerade richtig korrekt, aber ich lasse sie hier nicht an es geht mir Feiertag. Darum, es geht mir darum, ja. Wer gegen ihn ist, ist auch gegen mich, ganz einfach, das habe ich damit gemeint. Dann bin ich auch gegen dich und was willst du jetzt? Geh raus, so. Sei mal leise da unten. Ruhe jetzt kurz. Ich kenne Elijah persönlich, das ist ein gerader Mann, der hat vor niemand Angst, der spricht die Wahrheit. Der ist kein gerader Mann, der hat noch vor kurzem gesagt, der würde den nicht auseinandernehmen. Ich kenne ihn, er ist ein gerader Mann. Guck mal, stopp. Wenn du Moslem bist und die Religion lebst, wie Kian es auch gemacht hat, natürlich hetzt du dann automatisch gegen Juden, gegen Andersgläubige. Wenn man sich dann davon distanziert, so wie Kian es gemacht hat, ist das überhaupt nicht schlimm. Sie haben das in der Vergangenheit gemacht, aber sie haben sich distanziert. Fashion, hör auf. Mach mich nicht sauer, Fashion, hör auf. Löwenherz, wenn du Moslem bist, dann weißt du, dass Christen ich will kein und Juden, Moslem. Ich nein, Moslem. Ich meine jetzt, wenn, warte mal, also wenn Muslim, für Muslime sind Juden und Christen Anhänger der Schrift, also die haben eine Schrift, die haben das, die Tora und die Bibel und deswegen haben die eine geschützte Position. Du darfst gar nicht gegen Christen und Juden hetzen. Du darfst nicht als Moslem gegen Juden und Christen hetzen, das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Da bist du kein Moslem, wenn du das machst. Was steht denn da? Bekämpfen die Juden und Christen? Wie viele Juden sind mit dem christlichen Schwert gestorben? Elijah, erzähl mir mal die Zahlen bitte. Jesus Christus hat gesagt, wie viele Juden sind durch das christliche Schwert gestorben? Mit seinem Schwert du brauchst ja nicht zwischen Muslime und Juden zu hetzen. Wir haben schon genug Hetz auf dieser Welt. Ich will kurz eine Sache sagen. Mich interessiert das so sehr. Also wenn man jetzt etwas aus einem Buch zitiert, ist das schon eine Hetze jetzt? Ist das Nein, mich interessiert das. Flexer. Nicht so, Flexer. Nicht einfach reinschreien, zu, mach so, jetzt mal Kamera auf, aber ich hab da auch mal eine Frage. Der Elijah schreit. Ich mach jetzt mal Kamera auf, ey, du Heuchler, Fashion. So kannst du mit jemand anderem reden, aber nicht mit mir. Red respektvoll, Elijah, bevor ich... du Monat. Kann mir einer von euch Muslimen mal erklären? Nur einen Satz. Mach den mal einmal groß, das kennen wir ja alles schon. Guck mal hier. Bekämpfe sie, Allah wird sie strafen durch ihre Hände. Ja. Und da sind die Muslime damit gemeint. Ja.
Das ist dein Koran und dann steht das war auch dein Koran, du warst auch Moslem gewesen. Liest du auch Elijah, liest du auch davor und danach oder liest du nur aus dem Zusammenhang gerissen? Lies mal davor und danach, bitte. Hallo, lies davor und danach, komm. Muslime. Lies doch davor. Lies davor und danach. Lügen, jetzt mach mal Timer rein, weil das ist eine Katastrophe, Lügenherz, Bruder. Und mach bitte einen Timer. Das geht gar nicht, Löwenherz. Mach einen Timer rein. Es führt zu nichts, Löwenherz, bitte. Ja, also wir sehen hier. Warte, warte, Elijah, warte. Warte, Elijah, mach ich laut. Moment. Elijah, laut, Moment. Moment, alle anderen stumm. Elijah, hörst du mich? Elijah, sag mal was. Ja, ich höre dich, Bruder. Okay, dann mache ich dich jetzt laut, groß kurz, damit du einmal... So, jetzt. Damit du das einmal kurz... geht nicht. Warum geht es nicht? Ja, alles gut, alles gut. Also, wir sehen hier, hier steht, bekämpfe die Juden und Christen. Das sind erstmal die Muslime. Muslime werden allgemein damit besagt, alle, die an Allah glauben, wenn du die Möglichkeit hast, sollst du die bekämpfen. Wenn sie nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben und was der Prophet gesagt hat. Und wir lehnen das hier ab. Und das ist Fakt. Und jetzt möchte ich von denen jetzt wissen, was soll ich jetzt danach und davor lesen? Wenn ihr mir jetzt eine Sure zeigt, was quasi, ja, wir haben die Schrift gegeben und pipapo. Oh, warte. Ja, Elijah, warte. Warte. Jetzt. Also wir sehen hier, dass der Vers ganz klar explizit sagt, das hat der islamische Staat auch umgesetzt und wir sehen, dass sie die Jizya der ISIS ja auch gemacht haben. Die haben an Juden und Christen die Jizya auferlegt. Und das sagt auch Allah im Koran. Und das hat Mohammed auch getan. Das ist ein Befehl für alle Muslime. Bekämpft sie, bis sie den Tribut bezahlen. So, und dann lesen wir, was der islamische Staat noch gemacht hat. Bezüglich auch über diesen Munafik, der gesagt hat, Sklaverei existiert ja nicht. Zeige ich euch erstmal gleich. Dann haben wir Sura 12, Vers 4. Die Ungläubigen sind ja wir. Wahrlich, in deren Herzen der Ungläubigen werfe ich Schrecken. So haut ihnen auf ihre Hälse und haut jeden Finger ab. Der ist ja, Moment. Jetzt. Elia, du musst einschalten. Ich habe dir gesendet. Jetzt sehen wir zwar über die Sklaverei, aber er meinte, Sklaverei existiert ja nicht. Was sehen wir hier? Dann haben wir hier weiter Sura 4, Vers 3. Dann haben wir hier, einen Moment, Weisen zu üben, Sura 4. Vers 3. Dann haben wir, gebt Allah euren Unterhalt. Und dann Sklavinnen. Deine rechte Hand zu besitzen. Das bedeutet, der ISIS hat das auch gemacht. Die haben von Juden und Christen jesidische Sklaven für sich beansprucht. Sind in deren Länder gegangen und haben die Frauen geklaut und haben mit denen sexuellen Verkehr gehabt und haben die verkauft. Das steht in eurem Koran. Sura 4, Vers 3. Es hat alles nichts mit dem Islam zu tun. Dieser Koran ist jetzt eine Hetze für euch. Ja, woran ihr glaubt, ist eine Hetze. Alhamdulillah, mashallah, dass ihr eure eigene Quellen ablehnt und behauptet, wir lügen, wir sind Heuchler. Der Dschihad gegen Deutschland wird durch Sura 9, Vers 111 angewendet. Deswegen versucht man, Deutschland zu bekämpfen. Warum? Weil sie die Scheiße ablehnen. Und Mohammed, Allah hat das befohlen. Siehe, Allah hat von den Gläubigen, Muslime, Gläubige, ihr Leben und ihr Gut für das Paradies erkauft. Sie sollen kämpfen, in Allahs Weg töten und getötet werden. Ja, das ist der Dschihad. Das ist keine Verteidigung. Das ist jeder, der die Scharia ablehnt und die du die Möglichkeit hast, ein Land zu bekämpfen, dann ist das. Wenn sie Sura 9, Vers 29 ablehnen, dann muss man das tun. Indem sie ihr Leben lassen. So, lieber Elijah, jetzt hörst du zu. Du lest immer nur eine Sure und lass die Kriegssuren immer davor weg, wenn sie in den Krieg gezogen sind und warum die angegriffen worden sind. Und das ist einfach peinlich. Aber das Spielchen können wir ja auch machen. Wir können ja auch über die Bibel mal kurz reden. So, Moment kurz. Also, Elijah, warst du fertig? Moment.
Elijah, was fertig? Elia, was fertig? Leute, wir machen das jetzt so. Ich beende die Show jetzt. Also Nein, lass doch die Show an. Warum ist das? Warum darf er was aufzeigen und wir nicht? Warum du darfst du das jetzt so? Warte. Doch, warte, weil ich möchte jetzt gleich tatsächlich, jetzt ist tatsächlich Weihnachten, jetzt haben wir genug gelabert. Du darfst jetzt noch was sagen, Fashion, weil das ja fair ist. Du kannst jetzt gerne was sagen, bitte. Ja, Fashion, du bist jetzt noch dran. So. Also, ich mache jetzt die Show zu Ende, aber du darfst jetzt reden. So. So, warte kurz. Ich mach dich dann groß. Mach mich mal groß. So. Last Fashion kurz reden. Das ist unfair. Last Fashion. Gesetz auf die Eins. So, wenn wir über Religion reden, wenn wir über Religion reden, wenn wir über Religion reden, wenn wir über Religion reden und deren Bücher und wer da was richtig, wer was falsch macht, ja, und wir müssen dann einfach ja dann fair bleiben, ja, und dann auch die anderen Religionen mal uns anschauen, ja, die ja nicht so gewaltverherrlichend sind, angeblich, laut Elijah, ja. Dann frage ich Elijah, kannst du mir das hier, kannst du mir diesen Vers erklären in der Bibel, wenn ein Mann einem unberührten Mädchen, das noch nicht verlobt ist, begegnet, sie packt, sich mit ihr hinlegt und sie ertappt werden, soll der Mann, der bei ihr gelegen hat, dem Vater das Mädchen 50 Silberschekel zahlen und sie soll seine Frau werden. Das heißt, es war erlaubt, laut Bibel, kleine jugendliche Kinder, Minderjährige, die noch nicht richtig ihre Tage bekommen haben, unberührte Mädchen zu vergewaltigen und sie dann aufzukaufen für 50 Silberschekel. Also wenn wir über Religion reden, müssen wir ja einfach mal das alles auseinandernehmen oder nicht? Was sagst du zu diesem Part hier bitte? Bist du fertig jetzt? Oder was sagst du zu diesem Part? Beantworte nur diese Frage. Bist du fertig? Lass mich mal bitte aus... Warte, ganz kurz, ich bin noch nicht fertig. Einen Moment. Und dann habe ich noch einen Vers für dich. Vielleicht kannst du den auch deuten, weil laut Matthäus 15,34, glaube ich, war das, wo Jesus angeblich nicht in Frieden kommt, sondern mit dem Schwert, ja, heißt es ja, dass er Familien entzweit und so weiter. Das heißt ja aber die Zunge angeblich, ja. Angeblich kommt er mit dem Wort Gottes. Was ist denn dazu? Matthäus 15,4. Gott hat gesagt, ehre Vater und Mutter, und wer Vater und Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Also ich bitte dich, wenn du den Islam in den Text mit so einzelnen Versen, warte ganz kurz, mit so einzelnen Versen und vergisst dann das vorne reinzulesen, weil ich mache jetzt genau dasselbe Spiel, wie du gerade machst, ja? Elijah, darf ich ihm antworten oder willst du? Nee, ich mach irgendeinen Bibelvers raus, pick den raus und dann rede ich darüber. Und interpretiere das selbst. Bitte sehr, tu mir mal den Gefallen. Ihr habt jetzt, Moment, Elijah, bevor du antwortest, ihr habt jetzt noch 10 Minuten und dann beende ich den Stream, weil ich feiere auch Weihnachten tatsächlich, fahre zu meiner Familie. Also 10 Minuten habt ihr jetzt noch, um das auszudiskutieren. So, bitte. Ganz kurz, ich scheiß noch mal ganz kurz rein. Ey, Leute, ihr seid der Grund, dass es Atheisten sind. Frohe Weihnachten und Grundgesetz auf die Eins. Ihr streitet euch im Internet über Religion. Findet ihr euch selber peinlich? Guck mal, Leute, Elia antwortet über Dinge, die eigentlich unwichtig sind. Und das meine ich, dieses unwichtig. Das ist sehr wichtig. Dasselbe Spiel kann jeder machen in jeder Religion. Aber Elijah, erzähl mal. Erzähl mal, du möchtest gern Moslem. Okay, möchte gern Moslem, ich bin Christ. Warst du nicht mal Moslem gewesen? Alles klar, lass mich antworten, ich werde nicht persönlich, du. Ich will hochladen. Ich gehöre zu jetzt. So, erst einmal, er zitiert aus dem Alten Testament. Keiner der Aposteln hat das gemacht, was im Alten Testament steht. Matthäus, das Neue Testament. Part 1, Matthäus Evangelium hat gesagt, ich bin nicht gekommen, Friedrich, sondern das Schwert. Ich danke dir dafür. Jeder, der sich zu Jesus Christus bekennt, wie im Jemen, in Afghanistan, im Iran, was wird mit denen gemacht? Der wird geköpft. Und Iran. Selbst die Apostel... Das hat doch mit dem Islam nichts zu tun, Elijah. Das hat mit dem Islam nichts zu tun. Bleib bei der Bibel. Bleib doch mal bei der Bibel. Lass mal bitte den Elijah aussprechen. Ja, aber kein Wort über Autism, Flexer. Er muss bei der Bibel bleiben. Du Esel. Ich habe mir eine Frage gestellt. Du Esel, ich antworte. Ich habe dich nicht beleidigt, Elijah. Ich antworte doch. Jesus hat mit dem Schwert gemeint, weil jeder, der sich zu Jesus Christus bekennt, der wird umgebracht werden. Zum Beispiel die Apostel. Ja, und deswegen hat er den Schwert gebracht. Das ist symbolisch gemeint auf die Verfolgung. Der Vater wird so symbolisch gemeint. Da ist es dann symbolisch gemeint. Aber wenn du aus dem Islam, aus dem Koran irgendwas zitierst, aus dem Zusammenhang reißt, dann ist das nicht ein Zitat. Du das jetzt verstanden hast. Lass mich ausreden.
Zeig mir jetzt einen Apostel, dass sie das genauso verstanden haben, wie du das jetzt verstanden hast. Keiner der Aposteln hat jemand geköpft. Zum Beispiel Demas ist vom Glauben abgefallen, der mit den Aposteln zusammen war. Keiner der Aposteln hat befohlen, so wie du darum interpretierst, dass... Was ich interpretiere, das steht so in der Bibel. Gegenteil, lass mich ausreden. Ja, das steht so in der Bibel. Die Aposteln, die jeden Tag mit Jesus waren, müssen besser wissen als du, Heuchler, Monafik, die in sein Boot verstanden haben, die mit ihm zusammen... Aber das steht so in der Bibel. Das steht so in der Bibel, ich kann nichts dafür. Also verleugnest du die Bibel. Ich will nur kurz eine Sache erwähnen, Leute. Warte, Leiter, ich will eine Sache erwähnen. Wer kennt The Legend of the Jews? Sag mir nichts jetzt. Okay, ich werde heute Abend einen Stream machen und ich werde euch beweisen, dass eure Schriften, dass ihr alles kopiert habt und zwar von den Legend of the Jews, das Buch. Ja. Ich hol's raus heute Abend und dann expose ich alles. Dankeschön. Also kannst du machen, unsere Gelehrten, dass Löwenherz schon diesen Stream gemacht hat und die Hetzen, die kamen an Weihnachten, ja? Folgt mir mal alle, ich mache jetzt auch einen Stream, weil was ihr könnt, das könnt ihr auch. Politik News, dann geht's los. Politik News, ich mach gar keinen Stream, ich habe heute was viel Besseres zu tun. Zeig mir einen Kirchenväter, zeig mir die Apostel. Ja, hast du recht, ey, wirklich. Also ich finde es wirklich respektlos, an Weihnachten einen Stream zu machen. Elijah, folgt mir mal alle, bitte. Beantworte bitte meine Frage. Jemand, ihr könnt alle auf meinem Profil ein Video von Elijah sehen, der gesagt hat, er möchte die Bibel zerlegen. Gerne. Komm, zeig mir jetzt alle. Ich zeig gerne das Video, wie du gesagt hast, du wirst die Bibel zerlegen. Sei mal leise jetzt. Alle Kirchenväter, alle Gelehrten lehnen Gewalt ab. Aber deine Gelehrten befürworten, jeder Muslim, der sich vom Glauben abfällt, soll getötet werden. Dein Prophet hat gesagt. Wo steht das denn drin? Ibn Kathir, Elijah. Tafsi Ibn Abbas, Bucharis. Wo steht das denn drin? Du hast doch gar keine Quelle dafür. Zeig mir die Quelle, Elijah. Wo steht das im Koran? Hat nicht der Prophet Dawud auch Menschen getötet? Genau dies, was dein Prophet Mohammed gesagt hat? Hat nicht der Prophet Dawud auch Menschen getötet? Hat dein Prophet Mohammed nicht gesagt? Hat der Prophet Dawud seine Religion getötet? Wer ist seine Religion weg? Hat er nicht in Judäa Menschen getötet und gegen Steine geschleudert? Das hat Jesus Christus gesagt. Gegen Felsen geschleudert? Das bezieht sich auf Babylon, weil die Israeliten... Ja, aber was sagst du jetzt dazu? Du beantwortest nicht meine Frage. Dass Mädchen vergewaltigt werden können? Meine Frage. Warte, was sagst du dazu, dass Mädchen vergewaltigt werden können? Das ist das Alte Testament und das betrifft nur die Juden und nicht... Nein, das Alte Testament und das Neue Testament ist der alte Bund und der neue Bund. Ja genau, der neue Bund und Christen gehen nach dem neuen Bund. Ich will euch mal ganz kurz aufklären. Du kannst gut, ey, ich will euch gar nicht aufklären. Guck mal, die Plexer, du hast und zwar das Alte Testament beruht sich auf das Haus Israel. Warte, Wäsche, das stimmt nicht, Flex, das stimmt nicht. Du hast seit längerem die Jesidenflagge im Hintergrund mit der Deutung, dass du... Rede nicht über die Jesiden, nimm das bitte aus deinem Mund. Guck mal, ich bin der Erste, der jesidische Flagge hier postet. Warum machst du das nicht? Warum unterstützt du nicht Jesiden? Die Jesiden anzuziehen. Warum unterstützt du nicht Jesiden? Warum unterstützt du da nicht Jesiden? Ich habe mehr jesidische Freunde, als du jemals haben wirst. Aha, und warum machst du nicht einen Stream und unterstützt sie? Ich sagte eine Sache, du versuchst, die Jesiden zu spalten, indem du... Nein, hier geht es darum, dass man eine Minderheit. Die Jesiden haben sich von eurer Hetze distanziert. Einen Moment, aber er spricht im selben Atemzug, dass wer nicht glaubt, dass Jesus nicht Gott ist, nicht in den Unglauben fällt. Und die Jesiden sagen, Jesus ist nur ein Prophet. Also du machst diese Doppelmoral, versuchst... Ihr seid alle neidisch, weil ich Jesiden unterstütze. Das ist euer Problem. Du unterstützt die Jesiden nicht, du missbrauchst die Jesiden. Nein, ihr seid alle eifersüchtig, weil ich Jesiden unterstütze und nicht euch. Und weil ich keine Free Palestine, weil ich keine Free Palestine bei mir hinzufüge und deswegen, das macht euch mad, das ist einfach so. Und ich werde weiterhin die Jesiden unterstützen, ganz einfach. Und eure Flagge wird bei mir eh nicht aufkommen. Die Afrikaner sind vom belgischen König massakriert worden. Flex, du missbrauchst die Jesiden. Ja, du instrumentalisierst die Jesiden. Du bist einfach nur neidisch, weil ich Jesiden unterstütze. Ganz du missbrauchst sie ja für deine Hetze. Du instrumentalisierst die Jesiden. Du unterstützt sie ja nicht. Du instrumentalisierst sie und missbrauchst sie für deine Hetze. Natürlich. Warum und dann sagst du ja, ich mache jetzt hier noch einen Livestream. Ich folge mir, ich mache jetzt hier einen Livestream, was weiß ich. Herr Biji. Ich habe da noch mal eine Frage zu. Ich kann besser Kurdisch als du. Hallo.
wenn der Islam wirklich so gut ist, ne, also so wie ihr das meint, so wie das ja auch teilweise im Koran steht, warum werden dann Christen in den muslimischen Ländern unterdrückt? Ich hab Schau mal nach Istanbul. Da ist die Kirche neben der Moschee und die Leute gehen friedlich nebeneinander beten. Ja, schau mal nach Kairo. Da ist eine Kirche neben der Moschee. Und da gehen die Leute zusammen beten. Die kommen aus Pakistan und in Pakistan dürfen die gar nichts. Geh mal bitte in ein muslimisches Land und dann siehst du, dass Christen und Muslime zusammen friedlich leben. Das ist in meiner Heimatstadt in Marokko. Das ist einer der ältesten Kirchen. In Oujda ist das. Das kannst du gerne nachschauen. Wir haben sehr viele christliche Gemeinden, da kannst du reingehen, kannst du beten gehen. Wenn du willst, kannst du auch nebendran in die Synagoge gehen, kannst auch beten gehen. Und wenn du willst, kannst du Und wenn dir das alles nicht passt, kannst du 5 Jackie-Flaschen in der Bar ab 20 Uhr bestellen und kannst dir die Birne weghauen. Also ja, bitte laber keinen Scheißdreck, bitte, wenn du über Islam in den muslimischen Ländern leben Christen und Muslime und Juden friedlich nebeneinander. Es gibt da keine Probleme. Es gab noch nie Probleme zwischen Muslimen, Christen und Juden. Ja, es gab da noch nie Probleme. Und ganz ehrlich, Löwenherz, ich finde es wirklich sehr, sehr traurig, dass du an Weihnachten einen Stream gemacht hast. Ich habe 70 Mal gesagt, der Stream ist traurig, hier wird gehetzt, ist alles schlimm. Ja, ich habe es verstanden. Ist doch gut, ich habe es doch verstanden. Folgt mir mal bitte alle und heute Abend komme ich mit Kian wieder und dann wird wieder ein Stream aufgemacht. Da machen wir wieder Hetzerei. Geil. Geil. Geht immer weiter. Folgt mir mal bitte alle. Geil. Geil. Keiner folgt, ist komplett irrelevant. Kannst du bitte einen Jeside hochholen? Der Yusuf Kara möchte hoch, bitte. Er möchte reden. Eigentlich du wolltest sehen, was uns riesen. Ich würde, ich würde gerne ein Schlusswort für mich sprechen, wenn ich darf. Ja. So, und zwar wünsche ich allen Christen ein schönes Weihnachtsfest, allen Muslimen ein paar schöne freie Tage. Genießt sie auch mit euren Familien. Das meine ich so, wie ich sage. Denn im Endeffekt, wir wollen vernünftig und friedlich in diesem Land zusammenleben. Und das hat nichts mit Büchern zu tun, sondern in erster Linie erstmal mit unseren Gesetzen. Und wer die einhalten möchte und kann, der ist hier jederzeit gerne gesehen. Und auch der braucht auch keine Angst haben, was immer gerne auch von Politik-News verbreitet wird. Wir würden alle rausschmeißen wollen. Natürlich, ihr wollt alle rausschmeißen. Du hast doch selber auch gegen Muslime gehetzt. Deswegen, das ist respektlos. Ich habe nicht gegen Muslime gehetzt. Also du hast auch gegen Muslime gehetzt. So blöde kommen. Hey, Löwenherz, tut mir einen Gefallen. Ich wünsche dir, wie gesagt, euch allen einfach nur ein paar schöne Tage. Das ist mein Abschlusswort hier da und dann machst du Stream zu Ende einfach. Darum wünsche ich euch allen ein paar schöne Tage. Und in diesem Sinne, passt auf euch auf und bleibt gesund. Dankeschön. Löwenherz, lass mal bitte Yusuf reden. Ja, Yusuf ist jetzt dran. Yusuf ist jetzt dran. Hallo, ich grüße euch. Yusuf ist jetzt dran, Lachs. Heute können wir mal so machen. Bäsche in Ruhe. Sprechen alle, weil es ergibt so keinen Sinn. Yusuf, bitte. Moin, ich wollte nur kurz mal hochkommen, weil ihr das Thema Jesiden erwähnt habt. Ich weiß gar nicht, was das Content oder was ihr gerade hier da mit sagen wollt. Also dieses, der Islam passt nicht zu unserer Küche. Ich finde, allgemein Religion sollte man nicht mit einmischen. Ob Jeside oder Muslime, Christ, Jude. Wir leben doch alle in einer, gemeinsam in, auf einer Welt und das muss nicht sein, ist meine Meinung. Also Spaß, ich habe auch nichts gegen AfD, ne? Guck mal, ich habe auch nichts gegen AfD. Weil die haben auch ihre Meinung und in Deutschland sollte jeder seine Meinung haben, ist auch richtig. Spaß, Bruder. Ich küsse dein Herz von deiner ganzen Familie, Bruder. Politik und Religion miteinander einmischen, weil wir Jesiden sind die, die das meiste von den Muslimen Genozide und alles erlitten haben, aber ich muss nicht sagen, das war so oder so, weil das passiert überall auf der Welt, Sachen. Palästin, Israel, überall. Spaß, Bra, Spaß. Deshalb Flexa, hast gerade richtig reingeschissen, als du gedacht hast, er kommt hoch und der will hetzen, ne? Nein, das ist gerade alles schief gelaufen. Wer sagt, dass er hetzt? Ja, ja, und wer hat gesagt, dass wir das erwarten? Wer hetzt denn? An dich jetzt. Wer hetzt denn gerade? Wer hältst du jetzt gerade? Ich sage nur meine Meinung gerade. Ich äußere meine Meinung, weil du versuchst... Ja, aber wie nennst du den Hetzer? Ich hetze. Dein Herz, Bruder, und jeder Jeside ist bei mir zu Hause willkommen, Bruder. Dankeschön. Jeder. Ganz. RBG, und jeder, der versucht hier zu hetzen, Bruder, ja, unter meinem Fuß, ganz einfach.
Ey, Bruder, ich hetze. Vollkommen richtig, ja. Vollkommen richtig. Wer hetzt denn gerade? Ich hetze. Jetzt bist du reingekommen. Du kommst rein, grüßt gar nicht und bellst direkt wie ein Chihuahua. Was ist los mit dir? Erzähl mal ab. Hat mal ein bisschen Respekt. Grüße erstmal. Also ein Mensch, der reinkommt. Erstmal hat man ein bisschen Respekt. Okay. Respekt musst du haben. Warte mal, ich muss erstmal ganz kurz hier ein Wort für Reflex einlegen. Das wurde völlig überhört hier. Und das finde ich eine absolute Sauerei. Eine absolute Sauerei. Wenn man da sagt, dass Flex die Jesiden ausnutzt für eigenen Content, bei all dem, was er schon jetzt die ganzen letzten Tage gemacht hat, auch auf Petition hingewiesen hat, die andere Schwachmaten hier, Politik-News, ich meine dich, noch Flex. Nicht mal wissen, dass es sie gibt. Flex hat gegen die Jesiden missbraucht und hat sie instrumentalisiert. Er ist hochgekommen wie ein Löwe und hat sich dagegen gestellt. Yusuf, der selber Jeside ist, der hat sich dagegen gestellt. Diese Hetze hier, dieser Islam, den ihr hier verbreitet, ist genug. Zum Kotzen. Das ist Volksverhetzung. Das ist 130 StGB, das ist Volksverhetzung. Macht euch strafbar. StGB oder StDG? Ja, StGB. Das war nicht mal richtig gerade ausgesprochen. Meine Volksverhetzung. Du hast dich so oft schon wegen Volksverhetzung strafbar gemacht. Ich weiß gar nicht, wieso du noch nicht im Knast bist. Der ist so doof, Alter. Das ist Volksverhetzung. Da steht im Paragraph 130 StGB steht auch was von religiöser Gruppe. Du kannst doch nicht mal lesen, Mann! Hallo, das steht da drinnen, Mann. Lies doch mein Paragraph 130 StGB. Da steht was von religiöser Gruppe. Das ist Volksverhetzung, Roy. Das ist Volksverhetzung, was du hier machst. Du verbreitest Hass und Hetze gegen Menschen. Du verbreitest hier Hass. Du hetzt die Menschen gegeneinander auf. Selbst die Jesiden gegen die Muslime. Was hast du denn damit zu tun, dass du jetzt Jesiden gegen Muslime aufstachelst? Yusuf ist hochgekommen und hat wie ein Löwe sich dagegen gestellt, gegen eure Hetze, obwohl er selber Jeside ist. Du hast die Worte gar nicht verstanden, die er gesagt hat. Ihr habt euch blamiert. Ihr wolltet ihn hochholen, damit er gegen die Muslime hetzt. Er stand da wie ein Mann und hat nicht gegen die Muslime gehetzt. Er hat gesagt, wir wollen für Frieden einstehen. Für Frieden und für Demokratie und für Gerechtigkeit. Aber das kennt ihr von der AfD. Weil ihr wirklich nur Hetzer seid. Ihr seid die schlimmsten Hetzer von der AfD. Es ist zum Kotzen. Nur mal ganz kurz. Ich wollte nur mal ganz kurz Werbung für den Stream machen. Roy, du bist aktuell, gehörst du zur Clan-Mitgliedschaft der ganzen im ganzen Ruhrgebiet, weil du gesagt hast zu ihm, du bist unter meinem Schuh. Ab jetzt gehörst du zur Klankriminalität Deutschlands. Ich bin mit dabei. Ey, ich wollte mir aber jetzt ehrlich, ohne Scheiß, jetzt mal ohne Mist. Wenn man sich Flex seine Leistung anguckt, halt doch mal die Backen da unten, Mann. Meine Fresse. Leute, nur einer redet, bitte. Wenn man Flex sich seine Lives anguckt, dann sieht man eins ganz genau, dass er sich für eine Minderheit einsetzt. Und wenn man das verurteilt, dann sollte man drüber nachdenken, ob da vielleicht bei einem selbst irgendwas in der Bilder nicht richtig läuft. Tobias Hoch macht das. Ein Tobias Hoch setzt sich für Jesiden ein. Und zwar richtig. Aber und für die PKK. Wenn ich Jesiden instrumentalisiere, dass sie bei mir im Stream gegen Islam hetzen, ja, dann mache ich das für Machenschaften, um Geld hier zu verdienen. Aber ein Tobias Hoch, der das freiwillig macht, der dahin reist, ja, nach Shingal, nach Rojava, überall hin, ja, wo ihr euch gar nicht auskennt und die Kurden, die Jesiden hilft und unterstützt, ja, dann reden wir darüber. Flexer könnte eigentlich über afrikanische tote Menschen reden, wie im Kongo, die vom belgischen König ermordet worden sind. Aber wo ist da ihre Flagge? Wo ist da seine Empathie? 20 Millionen Menschen wurden da massakriert. Darf ich ganz kurz was sagen? Der sucht Leute, die den Islam hetzen. Mehr ist das nicht. News, ihr seid eindeutig, also das muss ich ganz ehrlich sagen, ihr seid richtige, das werde ich jetzt offiziell einfach mal sagen und deswegen unterstütze ich euch nicht. Ihr seid
Heuchler. Das muss man schon sagen. Nur weil ich Esiden unterstütze, heißt es jetzt plötzlich, ich missbrauche sie. Ihr seid richtige, nimm mir widerliche, ein du machst das doch nur für deine Klicke. Und instrumentalisierst die Jesiden für deine Hetze gegen den Islam. Du versuchst, die Gruppen gegeneinander aufzustacheln. Das hat mit Meinungsfreiheit nichts mehr zu tun. Das ist Aufstachelung zu Gewalt. Erzähl mir mal bitte. Welche Regierungsbildung, welche Regierung, welche Partei hat dafür gesorgt, dass Jesiden abgeschoben werden sollen? Wie viele Abschiebeverfahren sind durchlaufen? Wie viele sollen da aus Familien gerissen werden? Die AfD fordert Abschiebungen. Hau mal eine Zahl in den Raum. Jetzt lass mich darauf antworten. Also die AfD fordert Abschiebungen und die Regierung ist unter Zugzwang, die ist unter Druck, dass sie einen Menschen abschiebt. Und da wird nicht geschaut nach der Religion, sondern es wird gnadenlos abgeschoben. Ja? Ich bin gegen Abschiebungen von allen Menschen. Weil du kannst nicht gleichzeitig, Roy, du kannst nicht gleichzeitig sagen, ich bin für Abschiebungen und dann rumheulen, weil jetzt auch die Sieden abgeschoben werden. Ja? Welche Partei dir selber zu, hat diese wenn du wirklich gegen Abschiebungen bist, dann musst du die AfD bekämpfen, weil die AfD die Menschen abschieben möchte. Sollen die AfD ist die Abschiebepartei. Die AfD verbreitet Hass und Hetze und die AfD gehört verboten, weil es eine rassistische, rechtsextreme Partei ist, die auch die Jesiden abschieben möchte. Wie viele? Roy, es gibt hier einen Politik-News, rechtsextreme, da heißt Ferhat Abo LKA. Da ist Ferhat Abo LKA, da kannst du gerne... Fashion, sei mal bitte ganz kurz leise. Tu mir mal den Gefallen, Fashion, jetzt mal ohne Scheiß. Sei mal bitte kurz leise. Okay, ja, komm, du darfst einmal bin ich leise. So, und ich möchte jetzt von Politik-News wissen, wie viele Abschiebeverfahren von Jesiden hier in Deutschland leben, sind beschlossen. Wer hat diese Abschiebeverfahren, welche Partei hat diese initiiert? Ja, Grün, sagt jetzt. Also, lass mich jetzt darauf antworten. Also, pass mal auf. Wir haben ja eine AfD, die fordert, dass es mehr Abschiebungen geben soll. So, jetzt hört erstmal zu. Die AfD fordert mehr Abschiebungen. So, und die Regierung ist unter Zugzwang und muss mehr abschieben. Alter, weil die AfD und CDU und CSU das einfordern. Und deswegen werden Frage mehr Menschen abgeschoben. So, jetzt werden Menschen abgeschoben. Das heißt, darunter natürlich auch Jesiden sind. Das ist ja wohl vollkommen logisch und denkwürdig. Dass dann am Ende auch Jesiden abgeschoben werden. So, wenn du jetzt wirklich dagegen bist, dass die Jesiden abgeschoben werden, dann musst du gegen die Abschiebeindustrie einstehen. Dann musst du gegen die Abschiebungen vorgehen. Ja? Du kannst nicht in einem Atemzug mehr Abschiebungen fordern und dann rumheulen, weil dann auch Jesiden abgeschoben worden sind. Jesiden werden dann auch abgeschoben, wenn Abschiebung geschrieben wird. Und die AfD steht an vorderster Front, um Menschen abzuschieben. Die AfD ist die Abschiebepartei und das wird dann auch Jesiden treffen. Deswegen kann Flex erstmal ganz ruhig sein, weil wenn er dafür einsteht, dass ich kann's euch sagen, dass mehr Abschiebungen stattfinden, da werden auch Jesiden davon betroffen sein. Du kannst nicht gleichzeitig für Abschiebungen sein und dafür dann rumheulen, wenn Jesiden auch abgeschoben werden. Deswegen habe ich gesagt, du instrumentalisierst und du missbrauchst die Jesiden. Das ist das Problem. Du missbrauchst die Jesiden für deine Hetze. Und das macht Roy hier auch. Ich habe keine Zeit mehr, gegen die Jesiden aufzuspielen. Und das ist ekelhaft, Roy. Der ist schon mal, der erste ist schon mal unten. Gesetz und Atatürk auf die 1. Tschüss. Ja, so, du lagst auch. So, und jetzt alle die. Ich wünsche dir alles Gute, Löwenherz. Fashion, danke, danke. Feiertage, danke. Falls wir uns nicht mehr hören, aber du machst heute eh einen Livestream auf mit Kian. Ja, mal gucken. Also, ich muss mal gucken, wenn dann heute ganz spät abends. Ja. Aber auf jeden Fall, ich bedanke mich bei allen, bei Flex, bei Yusuf, bei Elia, bei allen, die bei diesem Headstream dabei waren an Weihnachten. Und ich küsse dein Herz, Bruder. Paragraph 166. Genau. Und Flex. Wunderbar, TikTok sportlich. Ey, Flex, und ganz ehrlich, lass dir nicht so einen Mist von solchen Dönen so, Leute, und Fashion, ich sag nur Fashion, da ich ja angeblich sonst schlimmer Hetzer bin, also ich glaube, das hab ich nicht gesagt. 430 Leute fanden das ganz schön interessant, was wir gemacht haben. Ich hab das nicht gesagt. Ich hab nicht gesagt, dass du wunderbar, ich wünsche allen. Und übrigens, um die Frage, die Politik-News nicht beantworten konnte. Roy, ich hab mich 32.000. Okay. Das war das Schlusswort. Sollen abgeschoben werden. Diese Abschiebungen laufen. Ja, tschüss. So, Leute. Frohe Weihnachten. Ich wünsche euch frohe